Hey, seht ihr das? Der Teufel kommt ins Dorf. Was ist passiert? Oh je, was wollen die hier? Was ist denn jetzt hier los? Die schon wieder. Hergehört, wer hat einen Mann so um die 40 hier vorbeikommen sehen? Nein, nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Folgendes. Der Gesuchte hält illegale Predigten, glaubt an den allmächtigen Gott und wird vom Staat gesucht. Sollte jemand was wissen, raus damit! Für Hinweise gibt es ein Kopfgeld. Wir sitzen wirklich schon sehr lange hier und haben nichts bemerkt. Gar nichts. Wenn jemand von euch uns etwas verschweigt, hat das Konsequenzen! Verstanden? Seid auf der Hut und meldet euch, wenn ihr was hört. Aber wir wissen ja nichts. Warum verhaftet die Regierung weiter Gläubige? Das wird wohl nie aufhören. So, das ist mit nichts anderem beschäftigt. Lasst uns besser nach Hause gehen. Los, kommt. Los, sofort! Da drüben! Ihm nach! Verdammt! Wenn ich den erwische, bringe ich ihn um! Schnell, folgt ihm! Seht da drüben nach! Eine Bewegung! Los! Schnell, da ist er! Schlag ihn durch! Er gehört uns! Komm schon, erster Fahne! Da! Ich hab ihn doch gehört! Wo ist er? Verdammt! Wo steckt die kleine Ratte? Seht nach, los! Wie kommst du hier rein? Ich hab nicht aufgepasst und bin gestürzt. Hier, ich helf dir. Danke. Festhalten. Danke. Ich danke euch. Keine Ursache. Ist alles okay? Ja, danke. Es geht dir gut. Dank sei Gott. Hör mal. Im Dorf erzählt man sich, dass die Polizei einen Prediger sucht. Ich nehme an, es handelt sich dabei um dich. Genau. Gott hat dich beschützt. Bruder, auch wir glauben an den Herrn. Ja. Dank sei Gott. Ja. Hier sind wir nicht sicher. Schnell, komm mit. Okay. Du bist den Polizisten entkommen. Das war sehr knapp. Dank Gottes Schutz. Ja, Bruder Yu. Sorge dich nicht. Die Polizei ist weg. Bleib hier oben bei uns auf dem Berg. Hier bist du vorerst sicher. Ich kümmere mich um alles andere. Mhm. Dank sei Gott. Die Kommunistische Partei Chinas geht hart gegen Hauskirchen vor. Hier auf unserem Berg finden wir Zuflucht. Mit dir haben wir nicht gerechnet. Das muss Gottes Wille sein. Ja. Gelobt sei Gott. Ich werde von der Polizei gesucht. Dennoch habt ihr mich aufgenommen. Das ist wirklich Gottes Liebe. Dadurch habe ich erkannt, dass alles in Gottes Hand liegt. Wir sind Brüder im Geiste. Eine große Familie. Ja. Weil du das Evangelium predigst, wirst du deshalb von der Kommunistischen Partei verfolgt. Richtig.
so ist es unsere Pflicht, dich bei uns aufzunehmen. Mhm. Dank sei Gott. Wir sind schon lange gläubig. Ohne Barmherzigkeit wären wir doch keine Christen. Ja. Wir nehmen dich wirklich gern hier bei uns auf. Dank sei Gott. Danke für euer Mitgefühl. Ich stelle dich vor. Bruder Yu wird von der KPC verfolgt. Oh. Wir helfen ihm. Herzlich willkommen. Bruder Wang? Bruder Fang? Hallo. Nur durch Gottes Schutz konntest du der Polizei entkommen. So ist es. Kommt, setzen wir uns. Ja, gerne. Okay. Es wird echt immer schlimmer. Ja. Hier in China haben Gläubige es nicht ganz leicht. Bei jeder Predigt riskieren wir, verhaftet zu werden. Stimmt. Ohne unseren tiefen Glauben wäre es nur schwer möglich, diesen steinigen Weg zu gehen. Wir zahlen einen hohen Preis. Mhm. Wegen einer Predigt wurde ich verhaftet und 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Oh. Ich weiß nun alles darüber. Die Regierung verhaftet immer noch grundlos Menschen, die an Gott glauben. Viele Christen haben kein Zuhause mehr. Familien wurden auseinandergerissen. Unzählige Gläubige wurden verhaftet, eingesperrt und gefoltert. Richtig. Viele sind dabei zu Tode gekommen. Abscheulich. Das böse Verhalten bringt die Menschen wirklich in Hass und Wut. Ja. Ja, genau. Ja. Allerdings sagt Paulus, dass wir den Behörden gehorchen sollten. Ich bin ratlos. Wie sollen wir nur mit dem Regime umgehen? Ja, dieses Problem hat mich auch lange beschäftigt. Aha. Wenn wir Paulus' Worte in die Tat umsetzen, würde das bedeuten, wir müssten uns dieser Regierung unterwerfen. Ja. Aber die atheistische Regierung verfolgt religiöse Menschen, denn sie ist Gottes Feind. Die KPC, sie verbietet unseren Glauben und verfolgt alle, die ihn verbreiten. Stimmt. Wenn wir uns unterwerfen und nicht an den Herrn glauben, begeben wir uns damit nicht auf die Seite des Widerstandes gegen den Herrn? Genau. Geben wir uns damit nicht selbst auf? Ja. Tja, da bin auch ich ratlos. Wie sollen wir mit den Behörden umgehen, damit wir im Einklang mit Gottes Willen sind? Gute Frage. Nun, Bruder Yu, ja. Du bist Prediger. Du hast sicher eine klare Meinung zu diesem Dilemma. Mhm. Erzähle uns davon. Ja, das ist ein Problem, das wir nie lösen konnten. Bruder Yu, erzähle uns davon. Ja, bitte. Was ist so schwer zu verstehen? Paulus sagte, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Das beweist, dass die Regierungen dieser Welt von Gott ordiniert wurden. Der Gehorsam gegenüber unserem Regime ist der Gehorsam gegenüber Gott. Wenn wir die Worte von Paulus befolgen, folgen wir dann nicht Gott selbst? Die Bibel ist das Wort Gottes. Sie zu verraten, ist Gott zu verraten. Wir können nicht falsch liegen, wenn wir uns an die Bibel halten. Niemand wird uns verurteilen. Ja, ich denke, Bruder Hu hat vollkommen recht. Wir sollten uns an die Bibel halten. Bruder Ho, du denkst, der Regierung gehorchen bedeutet Gott gehorchen. Aber die KPC verfolgt gläubige Menschen. Und nicht nur das. Das Evangelium dürfen wir auch nicht verbreiten. Denen sollen wir gehorchen? Laut KPC ist die Bibel ein böses Kultbuch. Ist das etwa kein Angriff auf die Worte Gottes? Auf die sollen wir hören? Die Regierung leugnet Gott und seine Existenz. Sie greifen den Herrn an und betrachten Gott als ihren Feind. Wenn wir uns denen unterwerfen, glauben wir dann noch an Gott? Oder machen wir uns nicht zum Diener Satans? Ich denke, du liegst falsch. Ich stimme dir also nicht zu. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Paulus rät in der Bibel, der Obrigkeit immer zu gehorchen, aber das ist nur seine Meinung. Der Herr Jesus hat das nie gesagt. Darum müssen wir Paulus' Worte objektiv betrachten. Regierungen sind verschieden. Es gibt keine Regel, die man auf jedes Land anwenden könnte. Ihr wisst, viele Länder gewähren Religionsfreiheit. Sie verbieten Menschen ihren Glauben nicht. Vor allem in demokratischen Ländern gilt echte Glaubensfreiheit. Ja. Solange die Menschen
das Gesetz nicht brechen, mischt sich der Staat nicht ein. Ja. Diese KPCH-Regierung ist einfach böse. Sie gestattet Menschen nicht an Gott zu glauben. Christen werden inhaftiert und verfolgt. Ja, das ist eine Tatsache. Stimmt. Richtig, das ist tatsächlich so. Ich glaube, wir sollten der KPCH-Regierung, dem atheistischen Regime, nicht gehorchen, weil sie sich zu sehr Gott widersetzt. Die kommunistische Partei ist ein Feind Gottes. Wenn wir ihr folgen, widersetzen wir uns Gott. Stimmt. Die meisten Regierungen verdienen Gehorsam. Aber der kommunistischen Partei Chinas dürfen wir uns nicht unterordnen. Das ist meine Meinung. Bruder Yu, ja? Wie denkst du darüber? Erzähl uns bitte davon. Einverstanden. Ja, bitte, mach bitte den Gefallen. Okay, das ist meine Einschätzung dazu. Gut. In der Bibel sagt Paulus, wir sollen den Obrigkeiten gehorchen. Seine Worte lauten, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber eine Obrigkeit ist, ist sie von Gott verordnet. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden ein Urteil empfangen. Viele gläubige Menschen denken aufgrund dieser Worte, dass die regierende Obrigkeit von Gott ordiniert wurde. Dem Regime zu gehorchen bedeutet, Gott zu gehorchen. Manche denken sogar, dass man den Behörden folgen sollte, ungeachtet dessen, wie sehr sie die Menschen von ihrem Glauben abhalten. Widerstand gegen die Regierung ist für sie Widerstand gegen Gott. Sind all diese Ansichten wirklich richtig? Stehen sie im Einklang mit dem Willen Gottes? Wie sollten wir über diese Sache wirklich denken? Vom Zeitalter des Gesetzes bis zu dem der Gnade hat Gott nie gesagt, dass der Mensch dem Regime gehorchen sollte. Im Zeitalter des Gesetzes war der ägyptische Pharao der Erzfeind der Israeliten und auch eine Obrigkeit, oder? Ja. 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 Und wie reagierte Gott? Er hielt die Israeliten davon ab, Ägypten zu verlassen und sandte Plagen. Gott hätte ihn vernichtet, hätte er sie nicht ziehen lassen. Als die ägyptische Armee die Israeliten verfolgte, öffnete sich das Rote Meer und die ägyptischen Soldaten ertranken alle im Meer. Ja, genau. Ja, im Zeitalter des Gesetzes wurden alle Herrscher, die sich Gott widersetzten, letztendlich vernichtet. Ja. Das ist wahr. Blicken wir aufs Zeitalter der Gnade. Warum predigte der Herr Jesus nicht in der Synagoge? Warum predigte der Herr Jesus in der Wildnis beim einfachen Volk? Weil die politischen und die religiösen Führer sich Gott widersetzten. Sie machten sich den Herrn zum Feind. Deshalb konnte der Herr Jesus nur in der Wildnis und zum einfachen Volk predigen. Hätten die Jünger des Herrn Jesus der Obrigkeit gehorcht, hätten sie ihm dann weiterhin folgen können? Nein. Nein. Hätten sie auch weiterhin sein Lob verdient? Das auch nicht. Jeder, der wahrhaftig an den Herrn glaubt, sollte begreifen, wie wir dem Willen Gottes entsprechend mit der KPC umgehen sollten. Ja. Wenn jemand so viele Jahre gläubig war, aber nicht erkennt, dass dieses Regime der Feind Gottes ist, versteht diese Person dann wirklich die Bibel? Kennt sie den wahren Herrn? Nein, vermutlich nicht. Ein verwirrter Glaube. Viele Menschen können diese Sache nicht durchschauen. Weil sie die Worte des Paulus in der Bibel lesen, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Manche denken, sich dem Regime zu unterwerfen, sei gehorsam gegenüber dem Herrn. Und jene, die sich der Regierung widersetzen, sich Gott widersetzen. Nun sagt mir, ist diese Einschätzung nicht völlig falsch? Ja, ich sehe das genauso. Ist sie nicht ein schwerwiegendes Missverständnis von Gott? Doch, das ist sie. Eine irregeleitete Ansicht, die den Menschen schadet. Wir alle wissen, dass die KPC atheistisch ist. Die Atheisten sind an der Macht und damit auch Satan. Da hast du recht. Die KPC betrachtet Gott als ihren Feind. Sobald sie sieht, dass Christus erschienen ist, sendet sie ihre Streitkräfte aus, bis sein Werk vernichtet ist. Sie wollen Christus kreuzigen. Stimmt. Ja, das stimmt. Seit die KPC an die Macht kam, hat sie Gott öffentlich geleugnet und Gotteslästerung betrieben. Sie haben das Christentum zu einem bösen Kult und die Bibel zu einem bösen Buch erklärt, beschlagnahmen und verbrennen sie.
Religiöse Gruppen werden in China unterdrückt und verfolgt. Das ist doch einfach ekelhaft. Und vor allem, wenn es um jene Christen geht, die an den wahren Gott glauben. Sie werden von der KPC fanatisch verfolgt und in Gefängnisse gesteckt. Dort foltert man sie und fügt ihnen brutales Leid zu. Es ist ein skrupelloses, unrechtmäßiges Töten. So ist es. Sie haben unzählige Christen verstümmelt und getötet. Das ist eine anerkannte Tatsache. Richtig. Ja. Die dämonische KPC widersetzt sich so dem Willen Gottes. Unzählige Male hat sie sich gegen Gott gestellt und gesündigt. Richtig. Genau. Richtig. Ja. Ja. Die Fakten zeigen, die KPC ist eine böse satanische Macht, ein Feind Gottes. Ja. Warum verfolgt sie all diejenigen, die an den wahren Gott glauben? Worauf hat sie es abgesehen? Sie hat Angst, dass das chinesische Volk an Gott glaubt. Dass die Menschen die Wahrheit begreifen und Erlösung erlangen. Denn in diesem Fall wäre niemand mehr von der KPC versklavt. Richtig. Daher nutzt dieser Teufel alle Mittel, um Christen zu verfolgen. Sie wollen das Christentum verbieten und streben danach, China in ein gottloses Land zu verwandeln. Sie wollen ihren Platz als Chinas Diktator für unzählige Generationen sichern. Das hilft den Kerl der Sache. Das alles zeigt doch, die KPC ist ein boshaftes Regime, welches die Wahrheit hasst. Eine teuflische Organisation. Genau. Diese Herrschaft ist die Herrschaft Satans. Stimmt das etwa nicht? Doch, genau. Das stimmt. Richtig. Das stimmt. Ihr Widerstand gegen Gott ist eine grässliche Sünde. Ihre Herrschaft ist die des Satans. Ja, ich verachte diese Partei. Ganz abscheulich. Eure Predigt stimmt mich zuversichtlich und frohen Mutes. Das ist großartig. Dank sei Gott. Heute wurde mir klar, die KPC verfolgt gläubige Menschen. Nur um die Christen abzuschlachten, auszulöschen und China in ein atheistisches Land zu verwandeln. Sie will die Menschen unterwerfen und somit die Kontrolle über das chinesische Volk erlangen. So ist es. Das sind die wahren Intentionen der Kommunistischen Partei Chinas. Ja. So zeigen sie ihr perverses, ketzerisches und reaktionäres Wesen. Genau. Wenn wir ihr gehorchen, schaufeln wir unser eigenes Grab. Du hast recht. Die Dreiselbstkirche fügt sich dem Regime, weil sie Paulus folgt. Sie werden von ihm kontrolliert und schlagen sich auf Satans Seite. Gott muss von der Dreiselbstkirche angewidert sein. Richtig. In der Hauskirche habe ich an den Herrn geglaubt und wurde von der KPC verhaftet und verfolgt. Das Wesen der KPC, die Wahrheit zu hassen und Gott zu widerstehen, war mir unklar. Bruder Yu, durch das Gespräch mit dir sehen wir die Dinge klarer. Ja. Dank sei Gott. Die KPC ist eine teuflische Organisation, die sich nicht an die Wahrheit hält. Du hast recht. Ja. Wenn die Christen sich von ihr einschränken lassen, wird der Herr nicht mehr zu ihnen halten. So sehe ich die Sache. Richtig. Es stimmt. Dank sei Gott. Ja, dem Herrn sei gedankt. Mein Herz fühlt sich befreit an. Früher verstand ich die Wahrheit über das teuflische Wesen der KPC nicht. Richtig. Ganz egal, wie die regierende Obrigkeit die Christen auch verfolgte, ich wagte nicht, sie zu verurteilen und betete auch noch für sie. Ich dachte, die Regierung wäre vom Herrn eingesetzt und ihr nicht zu gehorchen, wäre Verrat am Herrn. Wir sehen den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht. Richtig. Ja. Wir sind wirklich in einem ziemlichen Dilemma. Wir können dem Herrn nicht wahrlich gehorchen, wenn wir im Herzen die Mächte Satans anbeten. Wir beten ständig für die Funktionäre der KPC. Wir beten, dass unser Volk ein glücklicheres Leben führt. Und dass Frieden und Harmonie herrscht. Wir beten für den Weltfrieden. Eine Welt ohne Krieg und Katastrophen. Genau. Und sogar, dass wir verdorbenen Menschen im Königreich Gottes ewiges Leben erhalten. Wenn ich so darüber nachdenke, stehen wir bisher auf der Seite Satans. Wir beten für böse Mächte, um Segen zu erlangen. Genau. Ist das nicht eine Auflehnung gegen Gott? Ja. Widerspricht das Gott nicht ganz unmittelbar? Wir stehen frühmorgens auf und beten für sie. Wir lehnen uns unbemerkt gegen Gott auf. Ja, ganz genau. Ja. Aber so sind wir nicht töricht? Ja, so ist es. Dank sei Gott. Es ist die Erleuchtung durch Gott, die uns solche Dinge erkennen lässt.
Ja, danke. Gelobt sei der Herr. Aber nun ist es uns klar. Während der Jahre ihrer Herrschaft hat sich die KPC gegen Gott aufgelehnt. Ist das nicht eine Litanei der Sünden? Doch. Ja, doch, das hat sie wirklich. Die KPC verwendet viele Methoden, um Christen zu verletzen und zu töten. Hat sie nicht über unzählige Christenhaushalte Katastrophen gebracht? Ja, das stimmt. Diesen Tatsachen zufolge liegt auf der Hand, dass die KPC-Regierung das boshafteste Regime der Welt ist. Es sind Teufel, die sich gegen Gott auflehnen. Ist es nicht so? Ja, das sehe ich auch. Das stimmt. Ist doch offensichtlich. Ja, also lehnen wir sie ab. Entspricht dieses Handeln nicht dem Willen Gottes? Genau. Wir müssen sie ablehnen. Ja. Das hat der Herr Jesus uns offenbart. Er sagte, dies ist eine arge Art. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und die Bibel sagt auch, dass die ganze Welt im Argen liegt. Der Herr Jesus kommt auf den Punkt und enthüllt den Zustand und die Quelle der Finsternis dieser Welt. Die gesamte Menschheit steht unter dem Einfluss Satans. Da gibt es keinen Platz mehr für Gott, geschweige denn für die Wahrheit. Niemand in den Religionsgemeinschaften wagt, Gottes Fleischwerdung in der Kirche zu bezeugen. Niemand wagt, für die Wahrheit, die Christus sagt, in der Kirche oder der Öffentlichkeit Zeugnis abzulegen. Wenn irgendwer doch Zeugnis für den fleischgewordenen Christus ablegt, wird er der Sünde bezichtigt. So jemand wird aus der Kirche hinausgejagt oder sogar der Regierung ausgehändigt. Sagt mir, ist diese Menschheit nicht unglaublich böse? Ja, das ist unglaublich böse. Du sagst es wahr. Ja, genau, das ist. In allen Ecken dieser Welt kann man hören, wie man Gott und die Wahrheit verleugnet oder Christus verurteilt wird. Liegt es nicht daran, dass diese Welt von satanischen Mächten, welche sich Gott widersetzen, regiert wird? Ja, genau. Denkt 2000 Jahre zurück. Der fleischgewordene Herr Jesus wurde geboren und die römische Regierung machte Jagd auf ihn. Während der Herr Jesus predigte, wurde er von jüdischen Führern und römischen Beamten gemeinsam ans Kreuz geschlagen. Als das Evangelium nach China gelangte, traf es auf fanatische Verurteilung und Widerstand der chinesischen Regierung. Wir wissen nicht, wie viele Missionare betroffen waren oder abgeschlachtet wurden. In der Tat. Seitdem die KPC die Macht übernommen hat, ist die Zahl der gefangenen und getöteten Christen noch schwieriger zu erfassen. Allerdings. Und was bitte soll uns das eigentlich alles beweisen? Weshalb hasst die KPC die Gläubigen so sehr? Warum wurden die Christen in der Geschichte ständig so sehr verfolgt? Warum leugnen und verurteilen die Menschen die Wahrheit immer und immer wieder? Warum kann der Wille Gottes nicht in allen Ländern ausgeführt werden? Weil der Satan die Menschheit kontrolliert. Weil die gesamte Welt von Satan in seiner Gewalt gehalten wird. Das ist wahr. Das ist völlig richtig. Weil die Erde von den bösen Mächten Satans regiert wird. Ja. Und von atheistischen Regimen, die sich Gott widersetzen. Das KPC-Regime ist ein klassisches Beispiel für die bösen Mächte Satans. Das ist der Grund, weshalb die Menschheit böse und voller Finsternis ist. Ja. Das ist doch eine Tatsache. So ist es. Er hat wirklich recht. Das ist wohl leider eine Tatsache. Trotzdem folgen manche noch immer Paulus Worten. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Sie denken, den Machthabern zu gehorchen, sei Gott zu gehorchen. Ich frage euch, die böswillige KPC verbietet uns, an Gott zu glauben und ihn anzubeten. Müssen wir dem Folge leisten? Das können wir nicht. Die KPC verfolgt uns Christen und verlangt von uns Reuebriefe. Sie zwingt uns, Gott zu leugnen und ihn zu verraten. Sie verpflichtet uns sogar dazu, Gott zu verfluchen und zu lästern. Können wir denn auf solch ein Regime hören? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein. Sicher nicht. Die KPC verbietet, das Evangelium zu verkünden. Sie zwingt uns, unsere Kirche zu verkaufen und zu ihren Komplizen zu werden. Ist es das, was wir tun sollten? Das sollten wir auf keinen Fall. Das wäre unsere eigene Vernichtung. Wenn wir der KPC gehorchen, stehen wir dann nicht auf der Seite Satans und widerstehen und verraten Gott?
Ja. Richtig. Das geht nicht. Nein, wir können der satanischen KTC-Regierung nicht gehorchen. Nein. Das hieße, sich auf Satans Seite zu stellen und Gott zu verraten. Ja, oh, ja. Das dürfen wir nicht. Brüder und Schwestern, seht, was Paulus sagte. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Können wir diese Worte in die Tat umsetzen? Sind sie wahr? Ganz im Gegenteil, sie sind viel schlüssiger. Sagen Sie verschiedene Meinungen. Paulus sagte auch, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Wenn wir uns Paulus' Worte ansehen, wird deutlich, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Ja, ja. Konnte Paulus nicht durch das Böse und die Finsternis hindurchsehen? Einmal wurde er wegen der Verbreitung des Evangeliums eingekerkert. Eigentlich hätte er das boshafte Wesen des satanischen Regimes besser erkennen müssen als wir. Ja, ja. Trotzdem übersteigen diese Worte, die Paulus sagte, unser Vorstellungsvermögen. Leider ja. Viele in den religiösen Gemeinschaften wurden von den Worten des Paulus irregeleitet. Ganz besonders die Dreiselbstkirche. Den Worten Paulus entsprechend gehorchen sie den Behörden. Sie schlagen sich auf die Seite des Satansregimes und hören auf alles, was die Regierung der KPC ihnen sagt. Ja. Sogar auf den Propagandaspruch, liebt euer Land, preist Gott, nutzt dem Menschen. Treffen, Bibelstudium und die Verbreitung des Evangeliums sind alle von der KPC beschränkt worden. Wie kann man so an den Herrn glauben? Ist das nicht Anbetung Satans und Verrat des Herrn? Ja, das ist es. Ach, leider sind die Worte Paulus wirklich irreführend. Sie haben viele Gläubige, die die Wahrheit nicht verstehen, irregeleitet und vernichtet. Nein, wir wussten es nicht. Sie haben Schaden angerichtet. Ja, das ist schrecklich. Brüder und Schwestern, wir sollten alle wissen, dass Gott Satan erlaubt, die Menschheit zu verderben und auf der Erde zu regieren. Das ist alles Teil der göttlichen Weisheit und Planung. Weisheit? Gottes Weisheit? Ja. Gott will die Menschheit retten und Satan besiegen. Und die von Satan Verführten verwandeln, sodass sie Gott gehorchen und anbeten. Das ist das Mittel, um Satan zu besiegen und zu demütigen und sein Schicksal zu besiegeln. Dank sei Gott. Gott ist so weise. Deshalb erlaubt Gott Satan, die Menschheit zu verderben. Gott möchte, dass die Menschen Satan selbst erkennen und Satans Wesen sehen. Gott möchte, dass die Menschheit Satan hasst. Und Gott hat niemals gesagt, dass der Mensch auf Satan hören sollte. Und er hat niemals die Auflehnung gegen satanische Regime verboten. Denkt einmal nach, ist das nicht die Wahrheit? Ja, das stimmt. Richtig, denn Gott hat es nie gesagt. Denn Gott hat es nie so gesagt. Nach Ansicht des Paulus hatten die Heiligen, die verfolgt wurden oder gar den Märtyrertod erlitten, sich das selbst zuzuschreiben, weil sie sich gegen die Autorität auflehnten. Stimmt das? Nein, das ist nicht. Auf keinen Fall. Die Heiligen verbrachten eine Zeit im Gefängnis. Ist das etwa kein hervorragendes Zeugnis für den Herrn? Natürlich, auf alle Fälle. Jedoch waren nach Paulus die Verfolgung und das Martyrium dieser Heiligen über die Zeitalter hinweg kein strahlendes Zeugnis. Sie hatten Strafe verdient, da sie sich gegen jene Behörden stellten. Auf dieselbe Weise war Paulus eingesperrt, weil er das Evangelium verbreitete. Ist das nicht sinnlos? Warum verwendete Paulus sein Leiden dann als Zeugnis, als er zu anderen redete? Liegt darin denn kein Widerspruch? Nein, das waren wir nicht. Haben wir das nicht erkannt? Ja, das stimmt. Wir waren nicht aufmerksam. Denn wir verbreiten das Evangelium. Dies ist ein Auftrag des Himmels. Amen. Satanische Regierungen machen von nichts Halt, um Christen zu verfolgen. Sie behindern die Verbreitung des Evangeliums und die Durchsetzung des Willen Gottes. Das ist teuflisches Wesen. Sie hassen die Wahrheit und sind Feinde Gottes. Ja, eben. Ja, genau. Die Menschen werden von ihnen brutal verfolgt, weil sie sich an den wahren Weg und das Evangelium halten. Wer der Gerechtigkeit wegen verfolgt wird, gefällt dem Herrn sehr. Amen. Wie können wir sagen, sie hätten die Strafe verdient? Paulus war im Unrecht. Ja. Der Herr Jesus sagte, selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr. Amen. Wusste Paulus denn nicht, was der Herr Jesus sagte? Doch, bestimmt. Er muss davon gewusst haben. Wie ihr sehen könnt, widersprechen die Worte von Paulus jenen des Herrn Jesus in diesem Fall. In der Tat.
Was meint ihr? Sollten wir in diesem Fall eher auf Paulus oder den Herrn hören? Natürlich auf den Herrn. Wir sollten dem Herrn gehorchen. Richtig. Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Diese Worte stammen von Paulus, nicht vom Herrn Jesus. Das, was Paulus sagte, repräsentiert nicht Herrn Jesus. Der Herr Jesus hatte nie gesagt, den Behörden zu gehorchen, sei der Gehorsam gegenüber Gott. Ja, der Herr Jesus sagte das niemals. Hey, mir ist was eingefallen. Was die Besteuerung anbelangt, sagte der Herr Jesus Folgendes. So gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und Gott, was Gottes ist. Amen. Amen. Der Herr Jesus hatte nur gesagt, dass wir den Behörden bei den Steuern gehorchen müssen. Er sagte nie, dass wir alle Anordnungen befolgen müssen. Genau. Ja, genau. Genau. Er sagte nicht, Widerstand dagegen wäre Widerstand gegen Gott. In der Tat. Daher stimmt das, was Paulus sagte, nicht mit den Worten des Herrn Jesus überein. Richtig. Es ist nicht die Wahrheit. Das ist keine Verhaltensregel. Amen. Von Gott wurden wir erschaffen. Wir gehören Gott. Ja. Also, wir sollten immer Gottes genau. Autorität gehorchen. Das ist richtig und gerecht. Amen. Amen. Wir glauben an den Herrn. Wir müssen auf seine Worte hören und ihm gehorchen. Ungeachtet dessen, ob es die Regierenden sind oder bekannte Persönlichkeiten, solange das, was sie sagen, nicht mit den Worten des Herrn übereinstimmt, hören wir darauf. So wie es in der Bibel steht, man muss Gott mehr gehorchen, denn den Menschen. Amen. Amen. Gelobt sei der Herr. Die heutige Rede unseres Bruders Yu hat mich wirklich erleuchtet. Gelobt sei Gott. Viele Jahre der Verwirrung sind nun geklärt. Ja, richtig. Genau. Wir haben heute mehr erreicht als in den Jahren, in denen unser Pfarrer die Bibel erläuterte. Amen. Ja. Die heutige Ankunft von Bruder Yu war wirklich eine Gnade des Herrn. Dank sei dem Herrn. Ja. So erkennt man die gute Absicht Gottes. Ja. Gedankt sei ihm dafür. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Das kann man wirklich sagen. Bruder, danke, das war so erleuchtend. Ja. Schnell! Vater, was ist? Bruder, was ist los? Bruder Lu bringt Nachricht. Da die Polizei Bruder Yu nicht fangen konnte, sucht sie nun in den Bergen. Wir können nicht hierbleiben. Geht nach Hause. Ich gebe Bescheid, wann wir uns wieder treffen. Okay, gut. Okay, gut. Bruder Yu, mach dir keine Sorgen. Bruder Fang begleitet Bruder Yu. Geh zu Bruder Zhang. Da ist es sicher. Gut. Bruder Yu, komm mit mir. Passt auf. So darauf bedacht, uns hier zu versammeln, weil wir die Predigt von Bruder Yu gehört haben? Gut möglich. Ich frage mich, ob die bereits wussten, dass Bruder Yu an den allmächtigen Gott glaubt? Ich dachte genau dasselbe. Der älteste Sohn hat sich die ganze Zeit gewehrt. Warum holt uns der älteste Sohn hier alle zusammen? Ja, warum? Was uns jetzt wohl erwartet? Wir werden sehen. Aufregend. Brüder und Schwestern. Das, was Bruder Yu uns hier in den letzten Tagen mitteilte, war sehr tiefgründig. Ich habe nur den Verdacht, dass er an den östlichen Blitz glaubt. Was denn, Bruder Yu, an den östlichen Blitz? Vergesst nicht, dass der östliche Blitz von der religiösen Gemeinschaft und der kommunistischen Partei verurteilt wurde. Wenn wir ihre Predigt akzeptieren und an den östlichen Blitz glauben, werden wir in viele Schwierigkeiten geraten. Ja. Sagt mir, warum glauben wir an Gott? Ist es nicht wegen des Friedens? Wenn uns die KPC fängt und einsperrt, wäre das nicht beschämend? Allerdings. Das ist Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Kann das beschämend sein? Der älteste Sohn hat euch hergerufen, um genau darüber zu sprechen. Kein Wunder, dass Bruder Yu so überzeugend über die Wahrheit spricht. Er glaubt an den allmächtigen Gott. Ja, kein Wunder. Ich hörte, die Predigt des östlichen Blitzes ist oft sehr überzeugend und praktisch. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, der östliche Blitz gibt gute Predigten, aber es ist gefährlich, ihnen zuzuhören. Nicht nur die KPC ist gefährlich, auch der Pfarrer könnte uns verstoßen. Ja. Wir dürfen dem östlichen Blitz nicht länger zuhören. Es liegt Wahrheit darin. Warum sollen wir das nicht hören? Ja.
Ich habe in den letzten Tagen durch die Predigt von Bruder Yu einiges begriffen. Ich auch. Ich verstehe, was ich durch das Lesen der Bibel allein nicht verstand. Der östliche Blitz hat wirklich das Werk des Heiligen Geistes. Ja. Können wir nicht suchen und es akzeptieren? Ja, da hast du recht. Genau. Wird uns dabei seine Predigt helfen, das ist zu akzeptieren. Gut. Ich denke schon, der Herr hat recht. Kollegen, jetzt ist die Zeit, in der der Herr kommen wird. Viele falsche Christi und Propheten wollen die Menschen täuschen. Ja. In unseren Versammlungen haben wir betont, keine Fremden aufzunehmen. Besonders keine Gläubigen des östlichen Blitzes. Auf die dürfen wir nicht hören. Warum wollt ihr nicht auf mich hören? Habt ihr keine Angst, getäuscht zu werden? Nun ja, es gibt hier einige gute Schafe in verschiedenen Konfessionen, die Bücher des östlichen Blitzes gelesen und ihre Predigten gehört haben. Sie haben angefangen, an den östlichen Blitz zu glauben und sind für uns verloren. Das stimmt. Wieso haben so viele ihm geglaubt? Wir geben sie noch nicht auf. Die Predigt des östlichen Blitzes ist zu stark. Sie erschüttert die religiöse Gemeinschaft bis ins Mark. Ja, stimmt. Also du meinst das auch? So sehe ich das auch. Gut. Deshalb müssen wir uns daran erinnern, uns an die Bibel und den Namen des Herrn zu halten, egal was komme. Amen. Amen. Wir dürfen die Predigten des östlichen Blitzes nicht mehr hören. An den östlichen Blitz zu glauben, bedeutet den Pfad des Herrn zu verlassen und den Herrn zu verraten. Man wird nicht vom Herrn erlöst. Ihr müsst diese Person vom östlichen Blitz wegschicken. Richtig. So will es der Herr. Es bedeutet wahre Treue zu ihm. Sagt mir, ist das nicht richtig? Wie kann er das so sagen? Ja. Das sehe ich genau. Unser Glaube an den Herrn entspricht der Bibel, an die wir uns halten. Worte und Werk des Herrn sind in der Bibel. Sich von der Bibel abzuwenden ist ketzerisch. Richtig. Der östliche Blitz überschreitet die Grenzen der Bibel. Wir müssen ihn ablehnen. Amen. Gemäß dem ältesten Sohn sollen wir den Prediger des östlichen Blitzes wegschicken. Ja. Das ist der Wille des Herrn. Das entspricht nicht dem Willen des Herrn. Aber wie könnten wir ihn wegschicken? Das ganz stimmt. Richtig. Der älteste Sohn hat recht. Wenn jeder hingeht und dem östlichen Blitz zuhört, wer wird dann den Pfarrern und Ältesten zuhören? Die Kirche, die der älteste Sohn fleißig aufbaute, wird zerstört werden. Für wen würde dann Sohn noch ein Ältester sein? Als Menschen müssen wir doch ein Gewissen haben. Wir haben doch alle die Predigten des östlichen Blitzes gehört. Großartig und durchaus überzeugend. Doch der östliche Blitz verwirrt die religiösen Gemeinschaften. Wisst ihr denn das eigentlich? Wenn wir sie nicht wegschicken, werden sie alle guten Schafe unserer Kirche stehlen. Wollt ihr mir etwa sagen, ihr habt das nie zuvor bedacht? Ich stimme dem nicht zu. Warum hat der östliche Blitz der religiösen Welt so einen Schock verpasst? Warum haben sich so viele gute Schafe aller Konfessionen dem östlichen Blitz zugewendet? Weil die Predigten des östlichen Blitzes Wahrheit enthalten und überzeugend sind. Ja, das stimmt. Weil sie uns überzeugen. Wir haben in den letzten Tagen Bruder Yu gelauscht und viel Wahrheit verstanden. Nun haben wir den Willen des Herrn und die wahren Probleme viel besser verstanden. Ja. Es fühlte sich an wie eine Erleuchtung. Die Verwirrungen, die wir all diese Jahre erlebten, sind weg. Wir haben einen Weg zur Umsetzung. Unser Glaube ist wieder stark. Amen. Gelobt sei der Herr. Den Predigten der Ältesten und Pfarrer zuzuhören, löste unsere Probleme nicht. Die Kirchen werden immer trostloser. So gesehen, wer vertritt wirklich die Wahrheit? Das Werk des Heiligen Geistes, ist das nicht klar? Das stimmt, jeder kann das sehen. Ältester Sohn, weshalb verurteilst du den östlichen Blitz? So sag mir doch, hast du die Wahrheit? Kannst du die Kirche retten? Recht hat er. Kannst du uns die Stimme des Herrn hören lassen, damit wir ins Himmelreich kommen? Kannst du das? Außerdem hört sich, was Bruder Yu sagt, praktisch an und wahr. Er hat eine Lösung für unsere Probleme. Warum müsst ihr ihn wegschicken? Ja, warum? Ältester Sohn, nach der Rede von Bruder Yu haben wir neue Energie. Du solltest dich eher für uns freuen. Ganz genau. Du möchtest nicht, dass wir in Finsternis leben und verhungern, oder? Wir haben deine Auslegung der Bibel all die Jahre gehört. Und was hat es uns gebracht? Wir können die Wahrheit nicht mehr erkennen. Wir wissen etwas über die Bibel und theologische Theorien, aber wir können keine Fragen lösen.
Auch nicht, wie wir mit dem satanischen Regime umgehen sollen. Das ist nicht gut für uns. Als unser Kirchenältester solltest du für unser Leben verantwortlich sein. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ältester Sun, die Kirche ist in schlechtem Zustand. Unsere Brüder und Schwestern sind schwach, ihr Glaubenseifer hat sich abgekühlt. Das alles weißt du selbst. Du sagst, das, was der östliche Blitz predigt, sei zu mächtig. So viele gute Schafe aller Konfessionen akzeptieren den allmächtigen Gott. Das beweist doch, dass der östliche Blitz die Wahrheit hat und von Gott ist. Genau. Du solltest uns anleiten, sie weiter zu erkunden. So handelt ein guter Diener des Herrn. Das ist richtig. Aber du behinderst uns und schränkst uns ein. Du sagst, wir sollen dem östlichen Blitz widerstehen. Handelst du nach dem Willen des Herrn? Bist du ein wahrhaft Suchender der Wahrheit? Der östliche Blitz hat offensichtlich Wahrheit in sich. Warum sollen wir ihn nicht studieren? Warum bestehst du darauf, ihn zu verdammen? Ganz richtig. Dein Verhalten ist verwunderlich. Bist du ein guter oder ein schlechter Diener unseres Herrn? Ich verstehe dich wirklich nicht. Wir müssen lernen, zu unterscheiden. In der Vergangenheit hatten wir die Predigten des östlichen Blitzes nicht gehört. Wir verstanden die Wahrheit nicht. Deshalb glaubten wir blind, was du sagtest. Wir folgten dir bei der Verurteilung des östlichen Blitzes. Und was jetzt? Je mehr wir ihm widerstanden, umso finsterer fühlten wir uns im Geiste. Wir wussten nicht, was vor sich ging. In der Tat. In der Tat. Nun verstehen wir es alle. Der östliche Blitz ist das Werk des Heiligen Geistes. Amen. Warum sonst wurden wir so innerlich immer finsterer? Ganz wichtig. Wie könnten wir nicht den Segen des Herrn bekommen? Ja, richtig. Aber jetzt sind wir uns sicher. Der Mann vom östlichen Blitz hat uns so viele Wahrheiten gesagt. Sie müssen von Gott gekommen sein. Ja, genau, das ist richtig. Wir müssen ihn schnellstens studieren. Wir können nicht nur auf unsere Ältesten ganz hören. Richtig. Das stimmt doch, oder? Richtig. Ja, man hat uns bisher geschadet. Sehr geschadet. Es entspricht dem Willen des Herrn. Ja, genau. Wir müssen den wahren Weg erkunden. Wir dulden nicht, dass die Pfarrer und Ältesten uns so einschränken. In der Tat. Richtig. Wir können ihnen nicht weiter blind vertrauen. Nicht mehr. Das ist meine Meinung. Wir müssen endlich etwas tun. Es geht uns alle etwas an. Wir müssen darüber nachdenken. Ich verstehe, wie ihr euch fühlt. Als Ältester der Kirche war ich euch kein guter Hirte. Das war mein Fehler. Ich bin der Verantwortung nicht gerecht geworden. Aber ihr, wie konntet ihr auf den östlichen Blitz hören? Wisst ihr denn nicht? Alle Worte des Herrn sind in der Bibel. Unser Glaube basiert darauf. Wenn wir uns von ihr trennen, verraten wir den Herrn. Amen. Amen. Aber ihr haltet euch nicht an die Bibel oder den Weg des Herrn. Stattdessen hört ihr dem östlichen Blitz zu. Ihr verratet die Bibel und verratet den Herrn. Ich lasse euch nicht den östlichen Blitz studieren. Das ist meine Pflicht euch gegenüber. Handle ich nicht zu eurem Besten, wenn ich das tue? Sagt mir, warum könnt ihr das nicht verstehen? Als der Älteste bin ich da, um euch zu beschützen. Ich lasse nicht zu, dass ihr den Weg des Herrn verlasst und die Bibel verratet. Lieg ich damit etwa falsch? Nein. Nein. Ältester Sohn hat recht. Wir sollten uns eng an die Bibel und an den Namen des Herrn halten. Wir können nicht dem östlichen Blitz zuhören. Wir glauben an den Herrn und sollten den Pfarrern und Ältesten zuhören. Amen. Ihnen zu gehorchen heißt dem Herrn zu gehorchen. Das ist richtig. Der älteste Sohn erlaubt nicht, dass wir dem östlichen Blitz zuhören, weil er für unsere Leben verantwortlich ist. Wir sollten den ältesten Sohn verstehen. Ältester Sohn, es scheint, dass du dies aus Sorge um uns sagst. Du fürchtest, dass wir den Weg des Herrn verlassen. Wir können das verstehen. Trotzdem sagst du, dem östlichen Blitz zuzuhören sei ein Verrat an der Bibel und dem Herrn. Dann frage ich dich, hast du den östlichen Blitz schon predigen hören? Genau. Hast du das Wort des allmächtigen Gottes studiert? Wenn du es nie gelesen hast, wie kannst du dann so einfach urteilen? Stimmt, genau. Völlig richtig. Was, wenn der östliche Blitz doch Erscheinung und Werk des Herrn ist? Fürchtest du nicht, dem Herrn zu widerstehen? Das hätte schwere Konsequenzen. Das ist wahr. Ältester Sohn, du verstehst die Bibel besser als wir.
Du solltest dieses Problem doch verstehen. Du sagst häufig, die Menschen glauben an den Herrn, um Leben zu erlangen. Nun, jene Person, die die Wahrheit mitteilen kann, die uns die Wahrheit und den Willen des Herrn begreiflich macht und unsere praktischen Probleme löst, ist doch die Person, der wir vertrauen sollten. Habe ich Unrecht? Ja, eben. Stimmt. Das ist richtig. Der Prediger des östlichen Blitzes teilt uns die reale Wahrheit mit und ermöglicht uns, das Werk des Heiligen Geistes zu genießen und kann unsere praktischen Probleme lösen. Deshalb sollten wir ihn empfangen und seinen Predigten zuhören. Genau, so sehe ich das auch. Wenn unsere Pfarrer und Ältesten das auch könnten und uns erbauen und versorgen würden, bräuchten wir niemanden anderen zu empfangen. Ja. Nun sagt, ist das nicht wahr? In der Tat. Es ist wahr. Es doch. Die Ältesten und Pfarrer sprechen nur über die Briefe und die Lehren in der Bibel. Sie können die reale Wahrheit nicht vermitteln. Das ist der Grund, warum wir nach einem anderen Pfad gesucht haben und den vom östlichen Blitz empfingen. Das ist unser Recht, oder? Warum mischst du dich da ein? Ja, eben. Du kannst doch nicht wollen, dass wir in dieser Religion tödlich gefangen sind. Natürlich nicht. Warum hältst du uns dann davon ab, nach dem wahren Weg zu suchen? Ja, wieso? Wenn du so handelst, schadest du uns dann nicht. Ja. Wie kannst du sagen, du beschützt uns? Ja. Deine Worte sind erhaben und gerecht, aber deine Taten sind niedrig und schändlich. Ganz genau. Was unterscheidet dich von den Pharisäern? Das ist kein Unterschied. Verratet ihr die Bibel nicht, indem ihr auf diese Weise handelt? Verrätst du den Willen Gottes nicht? Ja. Ihr schottet uns ab und kontrolliert uns. Warum lasst ihr uns nicht die Wahrheit suchen und den wahren Weg freistudieren? Ja, genau. Was ist euer wahres Ziel? Seht ihr, nicht wir brauchen Selbstbesinnung, sondern ihr benötigt sie. Genau. Ja, genau. Das Richtige. So sehe ich das auch. Genau. Ja. Sie sollten uns nicht einschränken. Ich glaube, das stimmt. Da die Predigten des östlichen Blitzes euch die Wahrheit verstehen lassen und euch unterstützen, könnt ihr gern damit weitermachen. Ich habe nichts dagegen. Ich bin kein unvernünftiger Mensch. Es ist nur, wenn ihr dem östlichen Blitz zuhört, müsst ihr das mit Vorsicht tun. Heutzutage lehnen die meisten religiösen Ältesten und Pfarrer den östlichen Blitz ab und verurteilen ihn. Was bedeutet das? Der östliche Blitz ist nicht der wahre Weg. Amen. Hätten die Regierung und die religiösen Führer ihn akzeptiert, so hieße das, dass nur er der wahre Weg ist. Amen. Wie seht ihr das? Hab ich da Unrecht? Nein. Denkt darüber nach. Wäre Herr Jesus wirklich zurück, um das Gericht in den letzten Tagen zu tun, so würden die religiösen Gemeinden das doch unterstützen. Richtig. Richtig. Wie könnte dies von den religiösen Führern abgelehnt werden, sagt es mir. Wie könnte denn das möglich sein? Wie könnte Gott den religiösen Gemeinschaften erlauben, sein Werk zu verurteilen? Gott würde so etwas nie zulassen. Außerdem interpretieren sie die Bibel häufig. Sie sind darin also doch ziemlich bewandert. Man kann sagen, sie verstehen die Bibel am besten. Ganz genau. Wenn sie also den östlichen Blitz verurteilen, kann das nicht falsch sein. Genau, es kann nicht falsch sein. Wollt ihr etwa behaupten, keiner der religiösen Ältesten und Pfarrer kennt die Wahrheit? Wer wagt es, die Pfarrer und Ältesten als heuchlerische Pharisäer zu verurteilen? So etwas wage ich nicht zu sagen. Ich denke, wir sollten auch weiterhin unsere Glaubensrichtung befolgen. Amen. Ich stimme nicht zu, dass ihr den Predigten des östlichen Blitzes zuhört. Handle ich da nicht in eurem Interesse? Ganz ständig genau. Dreht er sich im Kreis und will es nicht erlauben. Genau. Der älteste Sohn hat recht. Was die KPC und die religiösen Gemeinschaften verurteilen, kann nicht der wahre Weg sein. Wir sollten uns an die Bibel halten und unserer Glaubensrichtung folgen. Das kann nicht falsch sein. Der Herr würde nie die religiöse Gemeinschaft im Stich lassen. Der Herr ist barmherzig und liebend. Ich glaube, er würde uns nicht verlassen. Amen. Ich stimme auch nicht zu, dass ihr die Predigten des östlichen Blitzes hört. Auch ich nicht.
Wenn der östliche Blitz tatsächlich die Wiederkehr des Herrn Jesus ist, wieso wurden wir dann noch nicht entrückt? Ob nur er der wahre Weg ist oder nicht, solange ich nicht ins Himmelreich komme, akzeptiere ich ihn nicht. Ich bleibe bei der Bibel und folge unserer Richtung. Das kann doch nicht falsch sein. Selbst als wahren Weg werde ich den östlichen Blitz nicht akzeptieren. Ich glaube nur an den, der mich ins Himmelreich bringen kann. Ist so jemand noch ein Gläubiger? Er ist ein Ungläubiger. Ist das nicht die Stimme Satans? Ich denke schon. Das ist doch total absurd. Ja, das ist absurd. Erlaub mir einige Worte. Ihr sagt, was die Pfarrer und Ältesten verurteilen, ist nicht der wahre Weg. Wo sind die Beweise dafür? Ist das die Wahrheit? Hat der Herr Jesus das gesagt? Gibt es dafür einen Beweis? Der Herr Jesus hat das nie gesagt. Ja. Als der Herr Jesus sein Werk vollbrachte, erlebte er heftigen Widerstand vom gesamten Judentum. Am Ende wurde er von den jüdischen Führern und der römischen Regierung gemeinsam ans Kreuz geschlagen. Ist das nicht wahr? Das stimmt, ja. Wagt ihr es dann zu sagen, dass der Herr Jesus nicht der wahre Gott und sein Werk nicht der wahre Weg ist? Niemand wagt das. Niemand. Verurteilt ihr, eurer Argumentation nach, nicht auch das Werk des Herrn Jesus? In der Tat. So ist es. Ältester Sohn, was sagst du? Das ist tatsächlich wahr. Hättet ihr zu der Zeit des Herrn Jesus gelebt, bin ich nicht sicher, ob ihr den religiösen Führern im Widerstand gegen den Herrn Jesus gefolgt wärt oder dem Herrn Jesus selbst. Ja, genau. Oh, ja. Wenn ihr beurteilt, ob das der wahre Weg ist, dann ohne Herrn Jesus oder dem Heiligen Geist. Ihr schaut nur, ob die religiösen Führer und die Regierung ihn akzeptiert haben oder nicht. Genau, so ist es. Das ist doch lächerlich. Ja. Wenn man denn so urteilt, was der wahre Weg ist oder nicht, passt das zur Bibel? Nein, ich weiß nicht. Ist das die Wahrheit? Wer sagt uns, was richtig ist? Als der Herr Jesus erschienen war, so richteten und verurteilten viele Menschen sein Werk. Nur gestützt auf ihre eigenen Auffassungen. Ja. Was passierte? Sie verurteilten den Herrn und Gott verfluchte sie. Das stimmt. Ist eure Haltung gegenüber dem östlichen Blitz in irgendeiner Weise anders als die der Pharisäer gegenüber dem Herrn Jesus? Genau die gleiche. Ist euer Standpunkt denn nicht lächerlich und absurd? Das ist wahr. Das ist wahr. Richtig. Wenn der östliche Blitz die Erscheinung und das Werk Gottes ist, dann sind die Pfarrer und Ältesten, die sich ihm widersetzen und ihn verurteilen, zu neuzeitlichen Pharisäern geworden. Ja. Ich habe sogar gesehen, wie Pfarrer und Älteste die Polizei auf den östlichen Blitz hetzten. Ist das nicht wie auf Seiten des satanischen Regimes Böses zu tun? Das ist wahr. Das ist richtig. Verachtenswert. Ihre Verurteilung des östlichen Blitzes lässt mich fragen, ob sie wirklich gottesfürchtige Menschen sind. Sie suchen überhaupt nicht nach dem wahren Weg. Oder nehmen Rücksicht auf ihre Brüder und Schwestern. Wie können sie uns verbieten, den wahren Weg zu finden? Das stimmt, genau. Heute verstehe ich endlich. Sie sind genau wie die Pharisäer. Sie sind allesamt Heuchler. Sie genießen Status und Ruf. Korrekt. Du hast recht. So wie sie auf das Interesse der Gläubigen am östlichen Blitz reagieren, wird mir klar, dass sie bösartige Diener und falsche Hirten sind. Richtig. Ältester Sohn, in diesen Tagen haben wir Erkundungen angestellt. Wir haben erkannt, dass der östliche Blitz wirklich die Wahrheit hat und von Gott kommt. Richtig. Um wirklich Verantwortung für uns zu übernehmen, solltest du den östlichen Blitz sorgfältig studieren und den Predigten und Zeugnissen zuhören. Korrekt. Und sehen, ob der östliche Blitz die Wahrheit hat. Richtig. Auf diese Weise kannst du sehen, ob der östliche Blitz das Werk Gottes ist. So sollten wir es tun. Das stimmt. Sollte der östliche Blitz nicht das Werk des Heiligen Geistes haben und nur menschengemacht sein, könnten wir ihn verurteilen und ihm widerstehen. Jedoch hast du ihn nicht erforscht, sondern blind verurteilt und hörst auf die Gerüchte und Lügen der KPC. Das ist dann wirklich von ganz anderer Art. Ja, genau. Eine Verletzung Gottes. Wir sind Gottgläubige. Wir müssen uns für unsere Taten verantworten. Richtig. Wenn ihr Übles tut, wie erklärt ihr das den Gläubigen? Richtig. Und wenn du unsere Zukunftsaussichten ruinierst, wie wirst du uns dafür entschädigen? Ja, das solltest du. Ja. Wenn dir unsere Leben wirklich am Herzen liegen, warum prüfst und suchst du nicht den wahren Weg? Wie kannst du so unverantwortliche Dinge sagen? Ja, ältester Sohn. Was du tust, ist falsch. Mit Herzensliebe würdest du uns erlauben, den wahren Weg zu studieren. Richtig. Korrekt. Wieso gibst du uns nicht das Recht, für uns selbst zu entscheiden? Ja, warum? Wir studieren den wahren Weg und verstehen etwas von Wahrheit. Das ist doch gut. Stimmt. Ja.
Du bist nicht glücklich damit. Aber wieso verurteilst du den östlichen Blitz? Ist das noch Liebe? Wo ist die Liebe? Du bist der Älteste. Wenn du uns nicht zum richtigen Weg leiten kannst, hast du kein Recht, dich einzumischen. Ja, das stimmt. In der Tat. Uns die Suche nach dem wahren Weg zu verbieten? Hast du denn noch ein Gewissen? Das kann er nicht einfach so. Das kann er nicht. Genau. Ich habe euch all die Jahre gewissenhaft geführt und euch unterstützt. Nicht nur, dass ihr nicht auf mich hört. Ihr wollt mich belehren. Ihr habt mich im Stich gelassen. Es ist so. Ihr... Ältester Sohn, so warte doch. Ältester Sohn. Wie konntet ihr den Ältesten nur so behandeln? Keine Ahnung. Der östliche Blitz hat die Wahrheit. Wir studieren ihn. Cheng Shun und die anderen haben nur einige Tage dem östlichen Blitz zugehört. Und sie sprechen schon überzeugend und klug. Das hätte ich nicht gedacht. Es scheint, der östliche Blitz hat tatsächlich Wahrheit an sich. Er hat Kraft. Ich kann das unseren Glaubensbrüdern nicht erlauben. Richtig. Ansonsten laufen uns alle davon und wechseln zum östlichen Blitz. Wenn das geschieht, müssen wir die Kirche schließen. Das ist wahr. Das müssen wir verhindern. Richtig. So geht es nicht weiter. Sie haben dem östlichen Blitz nur einige Tage zugehört und sich bereits verändert. Wenn Sie noch weitere Gläubige zum östlichen Blitz mitnehmen, wer wird uns dann folgen und unseren Predigten zuhören? Und wir werden ganz allein dastehen. Das stimmt. Nein, das ist gefährlich. Ob die Gläubigen uns folgen, ist zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass wir die Herde schützen. Ich denke, Cheng Shun und die anderen werden felsenfest bei ihrer Meinung bleiben. Sie möchten nur dem östlichen Blitz zuhören. Danke. Am dringlichsten ist, den Prediger des östlichen Blitzes zu finden und ihn der Polizei zu übergeben. Er kriegt 8 bis 10 Jahre. Danach werfen wir Cheng Shun und die anderen raus. Wir werden die Gläubigen dazu bringen, ihnen fern zu bleiben. Der einzige Weg, die Kirche zu retten. Genau, der älteste Sohn hat immer die besten Pläne. Ja, ich denke, das scheint der einzige Weg. Wie könnt ihr sowas machen? Die Prediger des östlichen Blitzes glauben auch an Gott. Geht das Ausliefern eines Gläubigen an die Polizei nicht etwas zu weit? Was weißt du schon als Frau? Wenn wir auf dich hören, kriegen wir Schwierigkeiten. Die Kirche muss ihre Tore schließen, wenn sich niemand dem östlichen Blitz widersetzt. Ihr wisst auch, wie die KPC die Gläubigen behandelt? Sie sperrt sie ein und treibt sie fast in den Tod. Besonders die, die an den östlichen Blitz glauben, werden als die schlimmsten Verbrecher behandelt. Wenn sie ins Gefängnis kommen, wer weiß, ob sie überleben oder sterben werden. Wenn ihr das tut, verkauft ihr dann nicht den Herrn? Und die Freunde, ihr werdet zu Judas. Werdet ihr nicht den Herrn beleidigen? Ich denke, sie ins Gefängnis zu befördern, wäre niederträchtig. Du bist wirklich sehr kurzsichtig. Wenn wir die Prediger des östlichen Blitzes nicht in den Tod treiben oder ins Gefängnis werfen, werden sie weiterhin unsere Schafe stehlen. Unsere guten Schafe. Ja. Ja. Dann können wir unsere Kirche dicht machen. Sie zwingen mich ja förmlich dazu. Welche Wahl bleibt mir? Was soll ich tun? Ich bin der Älteste der Kirche. Ich habe jahrzehntelang gepredigt. Weiß ich nicht mehr als du? Ich mach das, um die Herde zu beschützen und diene treu dem Herrn. Ja. Ja. Um die Kirche aufzubauen, hat der älteste Sohn in all den Jahren viel geopfert. Und diese Schafe wurden alle von ihm gesammelt. Ganz genau.
Es ist völlig normal, dass er sie jetzt hütet. Wie können wir dem östlichen Blitz erlauben, sie zu stehlen? Sie stehlen unsere Schafe. Das bedeutet, sie lassen uns verhungern. Wir sollten uns wirklich gegen den östlichen Blitz auflehnen. Richtig. Wie kann es der östliche Blitz wagen, einfach unsere Schafe zu stehlen? Sie verdienen es. Das ist wahr. Bruder Cheng! Was ist? Beruhige dich. Schlimmes. Sprich doch langsam. Der älteste Sun und einige andere versuchen, Bruder Yu zu finden. Bruder Yu? Ja, und dann wollen sie ihn zur Polizei bringen. Aha. Wer solche Prediger aufnimmt, wird verstoßen. Schnell, gib mir das Fahrrad. Hier. Wir brauchen ein Versteck für Bruder Yu. Hey, Bruder Yu, keine Sorge. Meine Tante und mein Onkel sind gute Menschen. Mhm. Obwohl sie nicht an den Herrn glauben. Du solltest dich eine Weile verstecken. Wenn das mit der Kirche geregelt ist, hole ich dich. Ja, ich bin einverstanden. Ich mache euch viele Umstände, oder? Das machen wir für den Herrn. Wir sind alle Brüder und stehen füreinander ein. Allmächtiger Gott, deine wundersamen Wege haben mich hierher geführt. Ich bin mir sicher, dein guter Wille ist da. Sobald die Brüder und Schwestern hier anfingen, dein Werk zu suchen, schritten Fanatiker der böswilligen antichristlichen Kräfte in der religiösen Gemeinschaft ein. Die Pfarrer und Ältesten wollten die Brüder und Schwestern abhalten, den wahren Weg zu finden. Sie haben Leute zusammengeholt, um mich ausfindig zu machen. Oh Gott, da es hier so schwierig ist, weiß ich nicht, was ich machen soll. Oh Gott, ich flehe dich an. Gib mir Glauben und Kraft. Führe mich, damit ich meinen Auftrag erfüllen kann. Ist dir diese Last auf deinen Schultern bewusst, dein Auftrag und deine Verantwortung? Wo ist dein historischer Sinn für Mission? Wie wirst du als guter Meister für das nächste Zeitalter dienen? Hast du einen großen Sinn der Meisterschaft? Hast du jemals daran gedacht, wie traurig und bekümmert das Herz Gottes ist? Wie kann er es ertragen, zu sehen, wie die unschuldige Menschheit, die er mit seinen eigenen Händen schuf, solche Qualen erleidet? Schließlich sind die Menschen die Unglücklichen, die vergiftet worden sind. Wenngleich sie bis heute überlebt haben, wer hätte gedacht, dass sie schon lange von dem Bösen vergiftet worden sind? Hast du etwa vergessen, dass du eines jener Opfer bist? Aus deiner Liebe zu Gott, bist du dann nicht bereit, danach zu streben, diejenigen zu retten, die überlebt haben?
Bist du nicht bereit, all deine Bemühungen darauf zu verwenden, dem Gott, der die Menschheit liebt, wie sein eigen Fleisch und Blut, alles zurückzugeben? Hast du eigentlich diese Bretter gekauft? Nein, selbst gemacht. Oh, du selbst. Wer ist da? Onkel, ich bin es. Ah, Cheng Chun. Komm herein. Er ist da drin. Im Zimmer. Hallo, Bruder Yu. Bruder Cheng. Hallo. Wie geht es dir? Ach, dem Herrn sei gedankt. Er hat uns einen Ausweg gezeigt. Wir haben endlich ein Haus für unsere Treffen gefunden. Das ist großartig. Dank sei Gott. Alle Brüder und Schwestern sind dort. Nun hole deine Sachen und lass uns gehen, solange es dunkel ist. Gut, ich hole sie gleich. Okay. Was für eine Gnade des Herrn. Der Herr. Warum so wurden gnädig. Unsere Brüder und ja. Schwestern denn nur so feindselig? Bleib genau. Bruder Yu. Lasst uns gemeinsam. Bruder Yu, bitte komm herein. Hey, Bruder Yu ist hier. Alle Brüder und Schwestern. Bruder Yu, du bist hier. Entschuldigt das Warten. Wie ist es euch ergangen? Oh, Bruder Yu, du hast ja keine Ahnung. In unserer Kirche, da herrscht Chaos. Ja. Komm. Setzen wir uns doch. Nehmen wir Platz. Ja, nehmen wir bitte Platz, Bruder. Das ist wirklich eine Aussage. Ja, wir müssen ihn unbedingt fragen, was das bedeutet. Ja, sicher. Setz dich zu mir. Schwester, erzähle mehr. Bruder Yu, die Pfarrer und Ältesten haben herausgefunden, dass du uns vom allmächtigen Gott erzählst. Ja. Jetzt verhalten sie sich wie Verrückte. Sie gingen herum und verbreiteten Ketzerei und Lügen über ihn. Ja. Richtig. Sie haben die Kirche versperrt und belästigen die, die dich predigen hören wollen. So sieht es aus. Wir sind ihnen ein Dorn im Auge. Sie hassen uns. Sie sagen auch, dass die Anhänger des allmächtigen Gottes aus der Kirche ausgeschlossen werden sollen. Das ist wahr. Das ist wahr. Die Kirche ist jetzt in zwei Gruppen gespalten. Einige Brüder und Schwestern möchten den wahren Weg mit uns gemeinsam studieren. Ja. Genau. Die anderen folgen dem Pfarrern und Ältesten und verurteilen den östlichen Blitz. Sie behandeln uns wie ihre Feinde. Ach. Warum hat sich die Kirche in diesen wenigen Tagen so sehr verändert? Ja, warum? Ja, in der Vergangenheit waren wir alle Brüder und Schwestern. Wie können wir da heute Feinde sein? Warum sind sie durchgedreht, sobald du den allmächtigen Gott bezeugst? Mhm. Ja. 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 Ich hätte mir nie träumen lassen, dass so etwas passieren könnte. Was geht hier wirklich vor? In der Tat, diese unerwartete Situation hat jeden von uns verwirrt. Ja. Bruder Yu, erzähl uns darüber. Ja, bitte sprich zu uns. Bitte sprich doch zu uns. Brüder und Schwestern, was wir hier gerade erleben, ist ein spiritueller Krieg. Ein spiritueller Krieg? Ja, und warum sage ich das? Jedes Mal, wenn Gott zu Fleisch wird und erscheint, um sein Werk auszuführen, bekämpfen ihn die bösen Kräfte Satans auf fanatische Weise. Das führt dann natürlich zu einem spirituellen Krieg. Er enthüllt und spaltet unsere religiöse Gemeinschaft. Es ist genauso wie im Zeitalter der Gnade, als der Herr Jesus den jüdischen Glauben aufführte. Durch seine Worte und Taten fingen viele Menschen an, dem Herrn Jesus zu folgen. Was war mit den jüdischen Führern? Als sie die große Überzeugungskraft und Macht seiner Worte erkannten, bekamen sie Angst. Sie wussten genau, wenn sie dem Herrn Jesus erlauben würden, wie bisher weiter zu predigen, würden alle Gläubigen dem Herrn Jesus folgen. Und der jüdische Glaube würde bald zusammenbrechen. Ja, ja. Deshalb, um das Judentum zu verteidigen und ihr Auskommen zu sichern, taten sie alles, um Gläubige abzuhalten, den Herrn Jesus anzunehmen. Damals teilten sich die Gottgläubigen noch in viele Gruppen. Einige von ihnen hassten die Wahrheit und verurteilten das Werk Gottes. Sie wurden zu seinen Feinden. Und einige wurden nur zu passiven Beobachtern.
Es gab auch einige, die die Stimme Gottes hörten und in der Lage waren, sein Werk zu studieren und zu akzeptieren. Diese Menschen befolgen wahrlich das Werk Gottes. Ah, nun verstehe ich. Wenn die religiöse Welt auf die Erscheinung Gottes trifft, folgt unausweichlich ein spiritueller Krieg. Gruppierungen entstehen ganz natürlich. Die Worte und das Werk des Herrn Jesus damals zerschlugen die Ordnung des Judentums. Sie enthüllten und spalteten in der Folge dann das Judentum. Das ist etwas, das für uns deutlich erkennbar ist. Richtig. Ja, genau. Ja, das ist wohl wahr. Da du es nun erwähnst, das ist wahr. Als der Herr Jesus kam, folgte ein Großteil der religiösen Menschen dem Alten Testament und klammerte sich an das Judentum. Nur die wahrheitsliebende Minderheit akzeptierte das Werk des Herrn Jesus. Sie formte das Christentum. Ja, so war es. So spaltete sich das Judentum. Ja, unser Bruder hat recht. Dann ist die Spaltung unserer Kirche ein anderer spiritueller Krieg. Ja, das ist wahr. Nun weiß bereits jeder, dass der Herr Jesus wiedergekehrt ist, der fleischgewordene allmächtige Gott. Der allmächtige Gott äußert die Wahrheit, um die Menschen zu reinigen und zu retten. Er hat so sein Werk des Gerichts getan, das die Welt des Glaubens schwer erschüttert. Viele gute Schafe von allen Konfessionen sehen, dass die Worte des allmächtigen Gottes Wahrheit sind und Macht und Autorität besitzen. Sie haben die Stimme Gottes erkannt und kehren zum allmächtigen Gott zurück. Großartig. Die Pfarrer und Ältesten der religiösen Gemeinschaften sind wütend. Sie fürchten, wenn die Gläubigen die Worte des allmächtigen Gottes hören, kehren alle zu ihm zurück. Das führt sie in Isolation. Sie wollen ihre Positionen, ihr Auskommen und die Kontrolle über die religiöse Welt retten. Sie lehnen den allmächtigen Gott jetzt gemeinsam ab und verurteilen ihn. So versperren sie den Gläubigen den wahren Weg. Dies führt notwendigerweise zu einem weiteren spirituellen Krieg. Ganz so wie es die Bibel prophezeit, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern und will mit ihnen ein Ende machen, dass sie nicht mehr sollen Hirten sein und sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Maul, dass sie sie forthin nicht mehr fressen sollen. Also wurden diese Worte der Bibel erfüllt. Ja, genau. Die Weisheit unseres Herrn. Brüder und Schwestern, während dieses spirituellen Krieges wird dann jeder von uns Gläubigen mit einer Wahl konfrontiert. Die, die nach der Wahrheit und der Erscheinung Gottes dürsten, haben das Werk der letzten Tage des allmächtigen Gottes studiert und Gottes Stimme vernommen. Für sie ist der allmächtige Gott die Wiederkunft des Herrn Jesus, die Erscheinung Gottes. Amen. Amen. Sie haben sich von der Kontrolle antichristlicher Kräfte befreit. Sie wurden vor den Thron Gottes entrückt, zur Reinigung, Erlösung und um vervollkommnet zu werden. Sie sind die Überwinder, die Gott in den letzten Tagen formen wird. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Wer den religiösen Führern in der Ablehnung und in der Verurteilung des allmächtigen Gottes folgt, sind die Spreu, die Gott in den letzten Tagen vom Weizen trennt. Sie sind die Ungläubigen und Antichristen. Sie wurden schon von Gott verlassen und sind in die Finsternis gestürzt. Ja, stimmt. Erscheinung und Werk des allmächtigen Gottes haben in den letzten Tagen der religiösen Welt eine große Hungersnot gebracht. Die Spreu und der Weizen, die Schafe und die Ziegen, die Weisen und die törichten Jungfrauen, gute und böse Diener, wurden während des spirituellen Krieges schon getrennt und benannt. Richtig. Und daraus können wir die Weisheit des Werkes Gottes und die Wunder seiner Taten erkennen. Das stimmt. Ja, es heißt, so soll der Weizen von der Spreu getrennt werden. Gottes Werk ist groß. Ich verstehe. Die Erscheinung und das Werk Gottes enthüllen die Menschen wirklich. Ja. Warum sollte sich die Kirche sonst in zwei Fraktionen spalten, als Bruder Yu vom allmächtigen Gott sprach? Richtig. Eigentlich glauben wir alle gemeinsam an den Herrn und können wahre und falsche Gläubige nicht trennen. Wenn wir den allmächtigen Gott bezeugen, trennen sich der Weizen und die Spreu, der gute und der böse Diener, die Liebenden und die Hasser der Wahrheit schnell voneinander. In der Tat. Und so werden die Prophezeiungen des Herrn Jesus erfüllt. Gott ist wirklich allmächtig und weise.
Amen. Jetzt ist doch vieles klarer. Gott ist so großartig. Denn jetzt verstehe ich auch, die religiösen Gemeinschaften werden schon lange von Antichristen kontrolliert. Klar, die Pfarrer und Ältesten wollen nicht, dass wir uns dem allmächtigen Gott zuwenden. Sie wollen uns abhalten, den wahren Weg zu suchen. Ja, richtig. So hat das Werk des allmächtigen Gottes in diesen Tagen deren wahrheitsverabscheuendes, antichristliches Wesen enthüllt. Mhm. Um ihre Position abzusichern, verurteilen Pfarrer und Älteste fanatisch den allmächtigen Gott. Sie betrachten Menschen, die an ihn glauben, sogar als Feinde. Es ist wahr. Ihr Verhalten entspricht dem der Pharisäer gegenüber dem Herrn Jesus. Richtig. Seien sie verflucht. Seien sie verflucht. Korrekt. Richtig. Das ist richtig. Wir alle verstehen jetzt. Seitdem der allmächtige Gott das Urteilswerk der letzten Tage ausführte, stieß er auf fanatischen Widerstand und brutale Verfolgung durch die satanische KPC, Pfarrer und Ältesten. In der verdorbenen Menschheit gibt es nicht sehr viele, die die Wahrheit lieben. Es gibt auch nicht viele, die sich wirklich nach der Erscheinung Gottes sehnen. Das erfüllt voll und ganz die Prophezeiung des Herrn Jesus. Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird des Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Ungeachtet, wie sehr die teuflische KPC und die bösen antichristlichen Kräfte sie verfolgen und verurteilen, wird das, was von Gott kommt, letztendlich triumphieren. Amen. Seht her, in nur 20 Jahren hat sich das Evangelium der letzten Tage des allmächtigen Gottes in ganz China verbreitet. Es ist zum Allgemeinwissen dieses Landes geworden. Gottes Werk ist faszinierend. Ja. Vor langer Zeit wurde sein Wort, das Wort erscheint im Fleisch, im Internet veröffentlicht. Immer mehr Menschen, die sich nach der Erscheinung Gottes sehnen und die Wahrheit lieben, suchen und studieren das Werk der letzten Tage des allmächtigen Gottes. Wunderbar. Wir können die Worte Gottes online studieren. Das ist großartig. Worte und Werk des allmächtigen Gottes sind wie ein aufleuchtender Blitz vom Osten zum Westen. Das ist die Erfüllung von Herrn Jesus' Wort. Denn gleich wie ein Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Ja, diese Worte haben sich erfüllt. Das zeigt uns, es ist das Werk des allmächtigen Gottes, die Erscheinung Gottes in den letzten Tagen, das Werk der Wiederkehr des Herrn Jesus. Amen. Das Ergebnis davon wird sich allerdings nur verstärken, wenn mehr Menschen sein Wort verbreiten und Zeugnis für ihn ablegen. Zeit und Fakten werden es uns beweisen. Richtig. Dank sei Gott. Genau wie beim Werk des Herrn Jesus. Am Anfang erkannte es niemand als Werk Gottes an. Aber später begannen immer mehr Leute, das Evangelium zu akzeptieren. Bis zu den letzten Tagen wurde es überall verbreitet. Ja, das ist wahr. Beim Werk des allmächtigen Gottes auch. Da sich die Worte des allmächtigen Gottes nun überall hin verbreiten, werden sie von immer mehr Menschen als Worte Gottes akzeptiert. Dank sei Gott. Das ist Beweis dafür, dass die Worte Gottes allmächtig sind und jeder Satz erfüllt wird. Amen. Die Worte Gottes können alles erfüllen. Wir hatten die Prophezeiung oft gelesen, aber nicht verstanden. Richtig, heute haben sie sich erfüllt. Sobald wir Zeugnis des Werks Gottes hören, verstehen wir. Richtig, genau. Wenn sie Prophezeiungen erfüllen, versteht man sie. Das stimmt. Brüder und Schwestern, lasst uns ein Video der Worte des allmächtigen Gottes ansehen. Ja, genau. Ja, ein Video. Ich bin schon so gespannt. Ein Video. Das wird wundervoll. Im gesamten Universum vollbringe ich mein Werk. Und im Osten quellen tosende Zusammenbrüche endlos hervor, die alle Konfessionen und Glaubensgemeinschaften erschüttern. Es ist meine Stimme, die alle Menschen in die Gegenwart geführt hat. Ich werde alle Menschen von meiner Stimme erobern, in diesen Strom fallen und sich mir unterwerfen lassen. Denn ich habe meine Herrlichkeit längst von der ganzen Erde zurückgefordert und sie im Osten neu ausgegeben. Wer sehnt sich nicht, meine Herrlichkeit zu sehen? Wer erwartet nicht ängstlich meine Rückkehr? Wer dürstet nicht nach meinem Wiedererscheinen? Wer schmachtet nicht nach meiner Lieblichkeit? Wer würde nicht zum Licht kommen? Wer würde nicht auf den Reichtum Kanaans sehen wollen?
Wer sehnt sich nicht nach der Rückkehr des Erlösers? Wer liebt nicht den großen Allmächtigen? Meine Stimme soll sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Ich wünsche meinem auserwählten Volk gegenüberzustehen und mehr Worte zu ihnen zu sprechen. Wie die mächtigen Donner, die die Berge und Flüsse erschüttern, spreche ich meine Worte zum ganzen Universum und zur Menschheit. Daher sind die Worte in meinem Mund zum Schatz des Menschen geworden. Und alle Menschen schätzen meine Worte. Der Blitz leuchtet vom Osten bis ganz in den Westen. Meine Worte sind so, dass der Mensch abgeneigt ist, sie aufzugeben, und gleichzeitig findet er sie unergründlich, aber frohlockt über sie. Wie ein neugeborenes Kind sind alle Menschen froh und fröhlich und feiern mein Kommen. Durch meine Stimme werde ich alle Menschen vor mich holen. Von da an werde ich formell in die Rasse der Menschen eintreten, damit sie kommen werden, um mich anzubeten. Mit der Herrlichkeit, die ich ausstrahle, und den Worten in meinem Mund, werde ich es bewirken, dass alle Menschen vor mich kommen und sehen, dass der Blitz aus dem Osten leuchtet und dass ich auch zum Ölberg des Ostens hinabgestiegen bin. Sie werden sehen, dass ich schon lange auf der Erde gewesen bin, nicht mehr als der Sohn der Juden, sondern als der Blitz des Ostens. Denn ich bin schon längst wieder auferstanden und habe mich von der Mitte der Menschheit entfernt und bin in Herrlichkeit unter den Menschen wieder erschienen. Ich bin derjenige, der schon unzählige Zeitalter zuvor angebetet wurde. Und ich bin auch der Säugling, der von den Israeliten im Stich gelassen wurde, unzählige Zeitalter zuvor. Darüber hinaus bin ich der glorreiche, allmächtige Gott der Gegenwart. Lasst alle vor meinen Thron kommen, um mein herrliches Antlitz zu sehen, meine Stimme zu hören und meine Taten zu sehen. Dies ist die Gesamtheit meines Willens. Es ist das Ende und der Höhepunkt meines Plans, sowie der Zweck meiner Führung. Lasst jede Nation mich anbeten, jede Zunge mich bekennen, jeder Mensch seinem Glauben an mich vertrauen und jedes Volk mir untertan sein. Toll! Die Worte des allmächtigen Gottes sind voll Kraft und Autorität. Man weiß, die Stimme Gottes. Ja. Denn nur die Worte Gottes können die religiöse Gemeinschaft erschüttern. Gottes Schafe hören seine Stimme. Ja. Wir sind wirklich gesegnet, sie heute hören zu können. Ja. Kein Mensch könnte derartiges sagen. Ja. Jeder, der die Worte des allmächtigen Gottes gelesen hat, gibt zu, dass sie die Wahrheit sind. Die Stimme Gottes. Amen. Das ist der Beweis. Der allmächtige Gott ist das zweite Kommen des Herrn Jesus. Amen. Ja. Da wir an den Herrn glauben, müssen wir die Wiederkunft des Herrn Jesus akzeptieren. Das heißt, in den Fußstapfen des Lammes zu gehen. Ja. Wie lange die Menschen auch an den Herrn geglaubt haben, wenn sie ihn bei seiner Wiederkunft nicht anerkennen, werden sie vom Herrn verlassen werden. Die Wiederkunft des Herrn Jesus enthüllt die Menschen. Nur die, die auf die Stimme des Bräutigams hören und sie akzeptieren, sind kluge Jungfrauen. Nur die am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen, erhalten die Zustimmung Gottes, werden gereinigt und können in das Königreich Christi eintreten. Ja. Wer nur an den Namen des Herrn Jesus glaubt, aber seine Wiederkunft und die Wahrheit, die der Christus der letzten Tage ausdrückt, nicht akzeptiert, wie kann der Herr Jesus so jemanden dann anerkennen? Der Herr Jesus wird sie verurteilen und sagen: Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Ja. Sie sind wie die Pharisäer, die nur an den Namen Jehova Gottes glaubten, akzeptierten den fleischgewordenen Herrn Jesus nicht, sondern entschieden sich, ihn fanatisch zu verurteilen. Erhielten sie Gottes Zustimmung? Nein. Stimmt, nein. Sie erhielten nicht nur keine Zustimmung, sondern wurden von Gott verflucht und bestraft. Ja, so genau ist es. Deshalb sind jene, die zwar an den Herrn glauben, aber nur,
an einen vagen Gott im Himmel, aber dem Werk Gottes in den letzten Tagen nicht folgen und die geäußerte Wahrheit des Christus der letzten Tage nicht akzeptieren. Genauso wie die Pharisäer, oder? Beide glauben nur an den Namen Gottes. In Wirklichkeit widerstehen und verraten sie Gott. Sie müssen alle von Gott verlassen werden. Oh, ja. Die Wiederkunft des Herrn Jesus wird alle Menschen enthüllen. Denn das ist etwas, was wir klar verstehen sollten. Ja. Du hast recht. Da du das gesagt hast, begreife ich, an Gott glauben ist nicht einfach. Richtig. Die Pharisäer glaubten nur an seinen Namen, aber kannten Gott nicht. Der Name des Messias war für sie leer und sie schlugen den Herrn Jesus ans Kreuz. Sie begingen eine schreckliche Sünde. Ihr Glaube an Gott führte nicht zum Segen und sie wurden außerdem verflucht. War ihr Glaube nicht nutzlos? War er. Ja. Aber wir haben lange an den Herrn geglaubt, ohne ihn zu kennen. Jedoch haben wir seine Wiederkunft mit den Pfarrern zusammen verurteilt. Sind wir nicht wie die Pharisäer damals, wenn wir nur an den Namen des Herrn glauben und ihm tatsächlich widerstehen? Ja. Wie kann das der wahre Glaube sein? Unser Glaube ist wirklich verworren. Ja, an den Herrn zu glauben, während wir uns ihm widersetzen, ohne ihn zu kennen. Und trotzdem auf ihn zu warten, damit er uns in das Himmelreich entrückt. Genau. Das ist Tagträumerei. Ja, richtig. Ältesten und Pfarrern, im Glauben an den Herrn so zu folgen, ist gefährlich. Wir werden in Katastrophen stürzen und von Gott bestraft werden. Ja, bringen uns die Pfarrer und Ältesten nicht dazu, Gott zu widerstehen? Und verkaufen uns dann an den Satan? Ja. Und wir verhelfen ihnen zu Geld. Wie dumm sind wir eigentlich? Wirklich töricht. Ja. So viel ist sicher. Nicht so ist es. Wie dumm sind wir denn? Ältester Sohn, die Regierung will die Kirche des allmächtigen Gottes unterdrücken und angreifen. Deine Informationen sind sehr wichtig. Solange der Prediger des östlichen Blitzes noch hier ist, kann er nirgendwo hin. Wir werden unsere Streifen verstärken und jeden Fluchtweg absperren, sodass er sich nirgends verstecken kann. Außerdem müsst ihr eng mit uns zusammenarbeiten. Sobald ihr etwas erfahrt, müsst ihr es sofort melden. Ja, Captain Huang. Ich verstehe den Wunsch der Regierung. Ich werde voll mit ihr kooperieren, um gegen den östlichen Blitz vorzugehen. Außerdem wird mir das helfen, unsere eigene Kirche zu beschützen. Ja. Deshalb werden wir so viel wie möglich kooperieren. Machen Sie sich keine Sorgen, Captain Huang. Richtig. Wir glauben an den Herrn und müssen den regierenden Behörden gehorchen, weil ihre Befugnis von Gott kommt. Oh ja. Captain Huang, wenn die Regierung von uns irgendetwas verlangt, werden wir mit ihr kooperieren, wann immer. Das müssen Sie uns glauben, hm? Ja. Gut so. Ihr verhaltet euch richtig. Ihr seid ziemlich klug. Und ihr... Hallo? Oh, Direktor Wang. Jawohl, ich befasse mich sofort damit. Ja, verstehe. Jetzt hat die nationale Regierung sich den Kampf gegen die Kirche des allmächtigen Gottes zur Hauptaufgabe gemacht. Sie greift den östlichen Blitz an. Wir werden alles tun, um die Hauptpersonen dieser Kirche festzunehmen und zu bestrafen. Ja. Wir werden die einen inhaftieren und die anderen töten. Und die Kirche des allmächtigen Gottes verbieten. Was den Umgang mit dem östlichen Blitz betrifft, solange ihr in der Religion auf Seiten der Regierung steht und mit uns kooperiert, um die Gläubigen des östlichen Blitzes in Schach zu halten, wird die Regierung euch weiterhin unterstützen. Ah ja, wir verstehen. Ansonsten werdet auch ihr noch verboten werden. Ja, Captain Huang, wir werden eng mit der Regierung zusammenarbeiten. Ja, genau. Wir werden sie melden, wenn wir Anhänger des östlichen Blitzes finden. Ja, wir werden sie sofort melden. Dann stören wir nicht weiter. Auf Wiedersehen. Okay, Wiedersehen. Okay, danke sehr. Nun, da Bruder Yu uns heute davon erzählt hat, verstehen wir es endlich. Wir glauben nur an den Namen des Herrn Jesus und können nicht erlöst werden oder ins Himmelreich kommen. Wir müssen die zweite Ankunft des Herrn Jesus annehmen und das Werk Gottes befolgen. Das ist der einzige Weg ins Himmelreich. Richtig. Es gibt jedoch viele, die diese Wahrheit immer noch nicht verstehen. Sie leben weiter in ihren eigenen Auffassungen. Wenn sie den Namen des Herrn wahren, an der Bibel festhalten und den Pfarrern und Ältesten zuhören
hoffen sie, so in das Himmelreich zu kommen. Sie folgen Pfarrern und Ältesten und stellen sich damit gegen die Wiederkehr des Herrn und wissen es nicht einmal. Ja, richtig. Es sieht so aus, als wäre es das Wichtigste, zu lernen, was es wirklich bedeutet, an Gott zu glauben und wie man handelt, dass man seine Zustimmung erhalten wird. Richtig. In der Tat. Hey, Bruder Hugh, ja? Machen wir es doch so. Morgen rufe ich alle Brüder und Schwestern zusammen und du kannst mit allen sprechen. Wäre das gut? Das einverstanden. Dank sei Gott. Morgen bringe ich noch einen anderen Bruder mit und wir sprechen gemeinsam. Großartig. Ja, sei dem Herrn. Bitte nicht zum Magen gerupft. Das wird sicher toll. Ja, wenn ich alle meine Brüder und Schwestern noch alles passiert. Viele von unseren Brüdern und Schwestern sind heute da. Ja. Aber das letzte Mal habe ich schon Schwester Yang. Schwester Yang ist hier. Ihr seid alle hier. Ja. Nun, in den vergangenen Tagen hat uns Bruder Yu wirklich sehr Aufschlussreiches gesagt. Ja. Es sieht so aus, als wäre unser eingeschlagener Pfad zu Gott zuvor ein wenig abgewichen. Oh ja. Das Wichtigste beim Glauben an den Herrn ist, seine Worte in allen Bereichen in die Praxis umzusetzen, dem Werk Gottes zu gehorchen. Ja. Dennoch, es scheint, dass wir uns nur darauf konzentrieren, für den Herrn zu predigen, aber nicht darauf, seine Worte wirklich umzusetzen. Richtig. Außerdem zitieren die Pfarrer und die Ältesten, die die Bibel auslegen, die Worte von Paulus am meisten und nur selten die Worte des Herrn Jesus. Das stimmt. Auf diese Weise beten wir Paulus unbewusst an und folgen somit seinem Beispiel. Ja, da hast du recht. Das bringt uns unweigerlich vom Weg des Herrn ab. Ist das keine Abweichung von unserem Gottesglauben? Aber nun verstehen wir es. Wir glauben an den Herrn nicht nach seinen Worten, sondern glauben blind an die Worte der Pfarrer und Ältesten. Das führt uns auf den falschen Weg. Ja. Wir sind wirklich töricht und unwissend. Ja, einverstanden. Schwester, ich nehme die Bücher mit. Ja. Danke. Gut. Sie behandeln Paulus' Worte wie die Worte Gottes. Richtig. Die Pfarrer und Ältesten zitieren oft Paulus, besonders wenn sie von der Wiederkunft des Herrn sprechen. Sie wollen, dass wir der Obrigkeit gehorchen, egal was passiert. Sie haben auch angeordnet, dass das, was von den Behörden verurteilt wird, falsch ist. Als Ergebnis hat der allmächtige Gott sein Werk jahrelang ausgeführt, aber wir haben es nicht untersucht. Das ist richtig. Und verurteilen genau wie Sie das Werk der letzten Tage des allmächtigen Gottes. Wir sind kurz davor, zu ewigen Sündern zu werden und von ihm verdammt und bestraft zu werden. Oh, das wäre aber wirklich sehr hart. Ach, wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich Angst. Wir haben lange den Auslegungen der Bibel gelauscht. Anstelle der Worte des Herrn Jesus behielten wir nur die Worte von Paulus. Und so wird der Platz in unserem Herzen für den Herrn Jesus immer kleiner. Das ist Abweichung vom Weg des Herrn. Das ist wahr. Wir folgen blind unserem Pfarrer und Ältesten. Und wir erlauben ihnen, alles zu kontrollieren. Sogar wenn es um den wahren Weg geht, fragen wir sie noch um Erlaubnis. Ja, das tun wir. Ist es nicht offensichtlich, dass wir Menschen anbeten und folgen? Ich stimme dem nicht zu, was ihr sagt. Bruder Yu ist hier. Komm her und setz dich. Und wer ist das? Bruder Zhao. Hallo, Bruder Zhao. Hallo. Ja. Setzt euch bitte, Brüder und Schwestern. Ja, ich freue mich, dass es schon wieder losgeht. Ich bin gespannt. Ergreifen wir die Chance und hören wir gut zu. Wir freuen uns doch sehr auf die Rückkehr des Herrn. Genau. Habe ich nicht recht? Danke Gott für die Vorbereitung. Möge Gott uns führen. Gut. Brüder und Schwestern, dann bitte führt doch eure Diskussion fort. Ja, Schwester Ma, sprich weiter. Dann fahre ich fort. Ich stimme dem, was ihr soeben sagtet, nicht zu. Die Worte des Paulus stehen in der Bibel, deshalb waren sie auch von Gott inspiriert. Sie sind auch Worte Gottes. Amen. Es mag sein, dass die Pfarrer und Ältesten ein bisschen mehr über die Worte Paulus reden. Aber wenn sie dies tun, verehren sie trotzdem den Herrn. Sie weichen nicht von der Bibel oder den Worten des Herrn ab. Amen. Glaube an den Herrn ist der Glaube an die Bibel. Ungeachtet der Konfession ist das Abweichen von der Bibel Häresie. Amen. Amen. Wir glauben an den Herrn. Das bedeutet, wir müssen uns an die Worte der Bibel halten. Ja. Die Bibel ist der Kanon des Christentums, unser Glaubensfundament. Amen. Amen. Die Bibel verlassen heißt nicht an den Herrn glauben. Wie können wir an den Herrn glauben, wenn wir die Bibel verlassen? Das ist unmöglich. Die Worte des Herrn stehen in der Bibel. Können seine Worte irgendwo anders gefunden werden? Wenn unser Glaube an den Herrn nicht auf der Bibel basiert, worauf dann? Richtig. Habe ich nicht recht? Ja. Ja. Stimmt doch.
Ja. Die Bibel ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist richtig. Haben die Christen nicht seit tausenden von Jahren der Bibel geglaubt? Doch, ja, klar. Seht ihr? Wer glaubt ohne die Bibel? Menschen ohne die Bibel sind keine Christen. Sicher haben die Ungläubigen die Bibel nicht, weil sie nicht an den Herrn glauben. Korrekt. Daher ist Glaube an den Herrn Glaube an die Bibel. Wir müssen uns an die Bibel halten und damit an den Herrn glauben. Das ist absolut wahr. Amen. Amen. Ja, das ist absolut wahr. Ja, das ist wahr. Schwester Ma, du sagst, weil die Worte des Paulus in der Bibel stehen, wurden sie von Gott inspiriert und sind Gottes Wort. Das ist nicht wirklich korrekt. Hatte Herr Jesus je gesagt, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben? Hat der Heilige Geist das bezeugt? Nein. Könnt ihr dann behaupten, alle Worte in der Bibel seien von Gott eingegeben? Jeder, der sich mit der Bibel auskennt, weiß, dass die übermittelten Worte Gottes der Propheten deutlich markiert sind. Es ist deutlich zu erkennen, welche Worte direkt von Gott gekommen sind und welche von Menschen sind. Ja. Allerdings sind keine Worte bei Paulus als solche markiert, die von Gott inspiriert, also direkt von ihm sind. Wie könnt ihr somit behaupten, dass Paulus' Worte Gottes Worte sind? Ja. War Paulus ein Prophet? Nein. Sagt die Bibel, dass er in Gottes Auftrag seine Worte übermitteln soll? Nein. Nein. Nein, tut sie nicht. Wir alle wissen, dass Paulus nämlich nur ein Apostel des Evangeliums war. Die Briefe, die er an jede Kirche schrieb, waren nur ein Versuch, seine Brüder und Schwestern in schwierigen Zeiten zu trösten und zu ermutigen. Das stimmt. Diese Worte repräsentieren lediglich das Wissen von Paulus, Worte eines Menschen. Wie können wir dann sagen, dass diese Worte von Gott kamen? Ja. Über einen Punkt müssen wir uns klar sein. Nur der fleischgewordene Gott kann Worte Gottes äußern. Denn das Wesen Christi ist Gott selbst. Amen. Paulus ist nur ein Mensch und er ist nicht Christus. Deshalb sind die Worte des Paulus, ob sie nun in der Bibel stehen oder nicht, nur Worte eines Menschen. Ja. Das ist eine wahre Tatsache. Korrekt. In der Tat. Die Worte Gottes sind die Worte Gottes und die Worte des Menschen die des Menschen. Die Worte des Menschen können niemals zu Gottes Worten werden. Wir können die Worte des Menschen nicht wie die Worte Gottes behandeln, nur weil sie auch in der Bibel stehen. Richtig. Wenn wir verstehen, dass sie die Worte der Menschen sind, aber sie dennoch als Gottes Worte behandeln wollen, verzerren wir dann nicht die Tatsachen und verraten die Wahrheit? Ist das nicht etwa Gott zu lästern? Ja. Ja, ich schließe mich dem an. Bruder Zeng hat recht. Hey, Bruder Zeng hat nur einige Monate lang die Worte des östlichen Blitzes gehört. Ich hätte nie gedacht, dass er in der Lage wäre, solche aufschlussreichen Dinge zu sagen. Großartig. Ich bin sehr dankbar für seine Worte. Offensichtlich kommt der östliche Blitz wirklich vom Werk Gottes. Er hat tatsächlich die Wahrheit. Doch, ja. So wird's sicher. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wieso sind Bruder Liu und Schwester Jiang nicht hier? Ja. Was ist los? Sie werden nicht kommen. Sie lauschen zusammen mit Bruder Cheng dem östlichen Blitz. Was? Du meine Güte, wenn Bruder Liu und Schwester Yang auch an den östlichen Blitz glauben, sind wir in Schwierigkeiten. Ja. Sie haben in der Kirche sehr viel Ansehen. Sie werden sicher auch andere Kirchenmitglieder wegnehmen. Das ist wahr. Wenn das so weitergeht, werden die Grundpfeiler der Kirche bald alle an den östlichen Blitz glauben. Unsere Kirche wird so nicht überleben. So ist es. Ich fürchte ich auch. Ach, ich hätte niemals gedacht, dass unsere besten Kirchenmitglieder alle den östlichen Blitz akzeptieren würden. Ja, sie kennen alle die Bibel. Dieser östliche Blitz ist zu mächtig. Wir versuchen sie weiterhin davon abzuhalten, aber trotz unserer Anstrengungen studieren sie immer weiter den östlichen Blitz. Ja, die Anzahl wahrer Gläubiger in der Kirche wird immer kleiner. Das stimmt. Ältester Sohn, sag, was wir machen sollen. Wir müssen über einen Weg nachdenken. Ich denke, Cheng Shun und die anderen auszustoßen reicht nicht aus. Wir müssen sie vernichten und auch entwürdigen. Korrekt. Ganz genau. Idealerweise sollten unsere Brüder und Schwestern zum Herrn beten, damit er sie verflucht. Richtig. Wir müssen sie verfluchen. Er hat ganz recht. Außerdem muss jeder dem Herrn versprechen, den östlichen Blitz nicht zu erforschen und nicht die Worte des allmächtigen Gottes zu lesen. Ja. Auf diese Weise wird niemand mehr den östlichen Blitz studieren. Was haltet ihr von diesem Plan? Gut. Ein guter Plan. Das werden wir tun. Hey, ältester Sohn. Ich denke, wenn wir nicht wollen, dass die Getreuen dem östlichen Blitz zuhören, sollten wir ihnen sagen, dass Seng Shun
vom Prediger des östlichen Blitzes mit Geld überzeugt worden ist. Wieso sonst würde er so erbittert versuchen, an den östlichen Blitz zu glauben? Richtig. Richtig. Der Mensch lebt für das Geld. Er verfolgt immer sein eigenes Interesse. Ja, richtig. Wenn wir das erzählen, werden es alle glauben. Hey, das ist eine gute Idee. Das werden wir tun. Ja, ganz genau. Das ist wirklich eine gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Also, die Kirche hat zudem einige Pamphlete der KPC und der religiösen Gemeinschaft bekommen, die den östlichen Blitz verurteilen. Wir haben daraus eine Broschüre zusammengestellt. Ihr solltet allen unseren Gläubigen eine solche Broschüre in die Hand drücken. Einverstanden. Einverstanden. Auf diese Weise werden sie dem östlichen Blitz sicher nicht mehr zuhören. Ja, ein guter Plan. Das finde ich auch. Ich bin dafür. Das sollte eine gute Idee sein. Ältester Sohn, indem wir dem östlichen Blitz widerstehen, gehorchen wir den Behörden. Das steht im Einklang mit der Bibel. Richtig. Richtig. Wenn wir aber solche Gerüchte verbreiten, legen wir damit nicht ein falsches Zeugnis ab? Ja. Der Herr Jesus hat verboten, falsches Zeugnis abzulegen. Beleidigen wir den Herrn, indem wir das tun. Ziehen wir damit seinen Zorn auf uns. Ich fühle mich gar nicht gut dabei. Was weißt du schon? Wenn wir das nicht machen, willst du, dass unsere Gemeinde lieber an den östlichen Blitz glaubt? Ja. Ja. Das stimmt. Wir dürfen nicht zögern, zu handeln. Damit beschützen wir unsere Schafe und unsere Kirche. Richtig. Wir sind dem Herrn treu. Ja, das stimmt. Treue gegenüber dem Herrn? Schafe beschützen? Wir können doch keine Gerüchte verbreiten. Verbreiten von Gerüchten? Ich verstehe das wirklich gar nicht. Dein Glaube an den Herrn in all den Jahren war doch vergeblich. Du musst das so sehen. Wir müssen das Nötige tun, um die Kirche zu beschützen. Mit einer guten Absicht tun wir nichts Böses. Amen. In der Tat. Nur keine Sorge, erledigt es einfach. Sollte es Probleme geben, die Verantwortung übernehme ich dafür. Wenn der Älteste schon das sagt, bin ich beruhigt. Jetzt müssen wir dem östlichen Blitz Widerstand leisten. Richtig. Richtig. Sollte das nicht funktionieren, habe ich noch einen letzten Trumpf. Oh, einen letzten Trumpf. Das kann das sein. Wir haben die Worte des Paulus zu wichtig genommen. Aber es sind nicht die Worte des Brüder Herrn. Und Schwestern, das ist ein wichtiges Problem, das wir hier besprechen. Ja. Es hat Einfluss darauf, ob unser Glaube an den Herrn und die Entrückung in das Himmelreich seine Zustimmung erhält. Richtig. So ist es. In Wahrheit denken doch viele Gläubige in der religiösen Welt, der Glaube an den Herrn ist gleichbedeutend mit dem Glauben an die Bibel. Dann sagt mir, ist diese Ansicht im Einklang mit den Worten des Herrn? Sagte der Herr Jesus jemals, das Wahre der Bibel ist der Glaube an den Herrn? Nicht einfach zu verstehen. So einfach. Nein. Nein. Dann hieße das, an Gott zu glauben, ist an die Bibel zu glauben. Alles muss der Bibel entsprechen. Sich nach ihr richten, heißt an Gott zu glauben. Denkt mal für einen Augenblick an die jüdischen Hohepriester, Schriftgelehrten und Pharisäer. Ihr Glaube an Gott folgte der Bibel. Sie hielten sich an die Bibel, richtig? Ja. Stimmt. Wie sah das Resultat aus? Als der Herr Jesus erschien und sein Werk ausführte, akzeptierten sie ihn nicht. Dafür verurteilten sie den Herrn Jesus, weil seine Worte und sein Werk das Gesetz des Alten Testamentes überschritten. Sie sagten, die Worte Gottes so zu äußern sei Blasphemie, und auch verurteilten sie ihn deswegen. Und bekanntermaßen schlugen sie ihn ans Kreuz. Das ist wahr. Angesichts dessen wagen wir es immer noch, zu sagen, dass an den Herrn zu glauben gleichbedeutend damit ist, an die Bibel zu glauben? Wenn die Menschen die Bibel über alles erheben, bedeutet das dann, dass sie den Herrn fürchten und ihn erhören? Wenn die Menschen blind an die Bibel glauben und sie wahren, bedeutet das dann, dass sie dem Herrn gehorchen? Nein. Bedeutet es, dass sie dem Willen Gottes folgen? Nein. Manche Gläubige glauben einfach an die Bibel und wahren sie. Sie können den Herrn nicht erhöhen, seine Worte nicht umsetzen und erfahren. Noch suchen sie nach der Wahrheit, gehorchen Gottes Werk. Oder folgen seinen Fußstapfen. Diese Leute verneinen und verurteilen das Werk Gottes wegen der wörtlich genommenen Worte in der Bibel. Sind sie keine heuchlerischen Pharisäer? Sind sie keine Antichristen, die sich Gott zum Feind nehmen? Ja, so ist es. Einmal wies der Herr Jesus die Pharisäer zurecht.
suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habet das ewige Leben darin, und sie ist's, die von mir zeuget. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet. Der Herr Jesus machte die fehlerhafte Methode des Pharisäerglaubens sehr deutlich. Der Glaube der Pharisäer an Gott basierte nur auf der Bibel. Sie taten alles ihr entsprechend. So hoben sie die Bibel über alles. Sie dachten, das Wahre der Bibel gäbe ihnen ewiges Leben. Jedoch akzeptierten sie nicht die Wahrheit des Herrn Jesus. Sie bevorzugten stattdessen das Einhalten der Bibel. Starrsinnig klammerten sie sich an sie und griffen mit wörtlichen Auslegungen den Herrn Jesus an. Sie leugneten und verurteilten seine Wahrheiten. Letztlich schlugen sie ihn, wie wir wissen, an das Kreuz. Das ist der Grund, weshalb sie verflucht und bestraft wurden. Ja, das ist die Wahrheit. Dadurch können wir sehen, dass wenn ein Gläubiger nur an die Bibel glaubt und sie verherrlicht, aber den fleischgewordenen Christus leugnet und das Werk und Führerschaft Gottes ablehnt, er dafür sicherlich nicht das Lob Gottes erhalten wird. Ja, genau. Sagt, habe ich recht? Es scheint so gefährlich, weiterhin die Bibel zu wahren. Da hast du recht. Lesen wir jetzt zwei Stellen der Worte des allmächtigen Gottes. Einverstanden. Seite 944. Lesen wir gemeinsam. Der allmächtige Gott sagt: Von der Zeit an, seitdem es die Bibel gibt, war der Glaube der Menschen an den Herrn der Glaube an die Bibel. Anstelle zu sagen, die Menschen glauben an den Herrn, ist es besser zu sagen, sie glauben an die Bibel. Anstelle zu sagen, sie haben angefangen, in der Bibel zu lesen, ist es besser zu sagen, sie haben angefangen, an die Bibel zu glauben. Und anstelle zu sagen, sie haben sich vor dem Herrn umgekehrt, wäre es besser zu sagen, sie haben sich vor der Bibel umgekehrt. Auf diese Weise verherrlichen die Menschen die Bibel so, als wäre sie Gott, als wäre sie ihr Lebenssaft, und sie zu verlieren, würde dem Verlieren ihres eigenen Lebens gleichkommen. Die Menschen sehen die Bibel gleichwertig zu Gott. Und es gibt sogar solche, die sie höher als Gott ansehen. Wenn die Menschen ohne das Werk des Heiligen Geistes sind, wenn sie Gott nicht fühlen können, führen sie ihr Leben weiter. Doch sobald sie die Bibel verlieren oder die ruhmreichen Kapitel und Sprüche aus der Bibel verlieren, dann ist es so, als hätten sie ihr Leben verloren. Sie glauben nur im Rahmen der Bibel an meine Existenz. Für sie bin ich das Gleiche wie die Bibel. Ohne die Bibel gibt es mich nicht. Und ohne mich gibt es keine Bibel. Sie kümmern sich nicht um mein Dasein oder um meine Handlungen, sondern widmen stattdessen jedem einzelnen Wort in der Schrift äußerste und ganz besondere Aufmerksamkeit. Viele von ihnen glauben, dass ich nichts von dem tun sollte, was ich tun möchte, solange es nicht in der Schrift vorhergesagt wird. Sie schreiben der Schrift zu viel Bedeutung zu. Man kann sagen, dass sie Worten und Ausdrücken zu viel Bedeutung zuschreiben. In dem Ausmaß, dass sie die Bibelverse sogar dazu verwenden, um jedes Wort, das ich sage, abzuwägen und um mich zu verurteilen. Was sie verfolgen, ist nicht der Weg der Vereinbarkeit mit mir oder der Weg der Vereinbarkeit mit der Wahrheit, sondern der Weg der Vereinbarkeit mit den Worten der Bibel. Sie glauben, dass ausnahmslos alles, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, nicht mein Werk ist. Sind solche Menschen nicht die pflichtbewussten Nachkommen der Pharisäer? Die jüdischen Pharisäer missbrauchten die Gesetze des Moses, um Jesus zu verurteilen. Sie verfolgten nicht die Vereinbarkeit mit dem Jesus jener Zeit, sondern befolgten buchstabengetreu das Gesetz. In einem solchen Ausmaß, dass sie am Ende sogar den unschuldigen Jesus, den sie beschuldigt hatten, nicht dem Gesetz des Alten Testaments gefolgt und nicht der Messias zu sein, ans Kreuz nagelten.
Was war ihre innere Natur? War sie nicht, dass sie nicht die Vereinbarkeit mit der Wahrheit suchten? Sie steigerten sich in jedes einzelne Wort der Schrift hinein, während sie sich nicht im geringsten um meinen Willen und die Schritte und Methoden meiner Arbeit scherten. Sie waren keine Menschen, die die Wahrheit suchten, sondern Menschen, die sich strikt an die Worte der Bibel hielten. Sie waren keine Menschen, die an Gott glaubten, sondern sie waren Menschen, die an die Bibel glaubten. Im Grunde genommen waren sie Wachhunde der Bibel. Um die Interessen der Bibel zu bewahren, die Würde der Bibel aufrechtzuerhalten und den Ruf der Bibel zu schützen, gingen sie so weit, dass sie den barmherzigen Jesus ans Kreuz nagelten. Dies taten sie nur, um die Bibel zu verteidigen und um den Status jedes einzelnen Wortes der Bibel in den Herzen der Menschen aufrechtzuerhalten. So zogen sie es vor, ihrer Zukunft und dem Sühneopfer zu entsagen, um Jesus, der sich nicht an die Glaubenslehre der Schrift hielt, zum Tode zu verurteilen. Waren sie nicht die Lakaien jedes einzelnen Wortes der Schrift? Beziehen sich diese Worte nicht auf uns? Die Worte des allmächtigen Gottes entsprechen unserem Zustand. Wir haben all diese Jahre an den Herrn geglaubt und hielten die Bibel für den Herrn. Genau. Als entspräche alles gemäß der Bibel zu tun, dem Willen des Herrn. Wahrhaftig. Als bedeutete die Anbetung der Bibel, der Herr sei mit uns. Ja, genau. Ich lege die Bibel nachts oft neben mein Kopfkissen. Und es kommt mir vor, als würde der Herr mich beschützen. Mein Herz findet Frieden und ich schlafe wirklich gut. Ja, das stimmt. In der Vergangenheit sagten wir oft, wir seien bereits von Gott erlöst. Die Erlösung sei in der Bibel enthalten. Jedoch bemerkte ich nie, dass ich damit sagte, Gott sei nur in der Bibel. Und habe nie das Werk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen studiert. Ach, wie haben wir nur so töricht sein können? Hört her. Die Worte des allmächtigen Gottes enthüllen uns die größten Abweichungen und Fehler der religiösen Gemeinden im Glauben an Gott. Richtig. Richtig. Nach unseren früheren Erfahrungen scheint es, als hätten wir jahrelang geglaubt, aber nie die Worte des Herrn ausgeübt oder erfahren. Wir suchten nie darin die Wahrheit oder erhielten Erleuchtung und Licht durch den Heiligen Geist. Wir versuchten nie den Willen des Herrn in seinen Worten zu finden. Das Ergebnis ist, dass wir dem Pfad des Herrn niemals folgten und den Herrn niemals wirklich kannten. Ja. Und wenn wir einige Bibelpassagen auswendig lernten, hofften wir, Gott einen Platz in unseren Herzen zu geben. Wenn wir einige Sätze der Bibel erklären konnten, so dachten wir demnach Gott zu kennen. Wir dachten sogar, dass wir durch Bibelerklärungen und viel Text auswendig lernen im Einklang mit dem Willen Gottes wären. Wir sollten unbedingt darüber nachdenken. Das stimmt. Alle Gläubigen heben die Bibel über alles andere. In ihren Herzen hat die Bibel den Herrn jedoch schon ersetzt. Ja. Denn jeder denkt, das Verherrlichen und Wahren der Bibel heißt, den Herrn zu verherrlichen und bezeugen. In Wahrheit aber führen diese Handlungen vom Willen und dem Weg des Herrn weg. Richtig. Besonders beim Werk des Herrn in den letzten Tagen. Viele Gläubige klammern sich weiterhin an die Bibel und erwarten, dass der Herr mit den Wolken herabsteigt. Doch nach Werk und Äußerung des Heiligen Geistes suchen sie nicht. Obwohl sie von der Kirche des allmächtigen Gottes gehört haben, dass der Herr zurückgekehrt und der allmächtige Gott ist, der die Wahrheit spricht und das Gericht in den letzten Tagen vollbringt, suchen sie nicht nach der Erscheinung und dem Werk Gottes. Sie folgen den Pfarrern und Ältesten sogar bei der Verurteilung des allmächtigen Gottes. Sie sind zu Gläubigen geworden, die sich Gott widersetzen. Sie werden von Gott verlassen, in die Katastrophe geworfen und bestraft werden. Nicht so wird es sein. Ja, er hat recht. Ganz bestimmt. Ich glaube, so wird es sein. Das passiert, wenn die Menschen blind an die Bibel glauben und Gott auf das Gebiet der Bibel beschränken. Sie gehen unbewusst den Pfad des Widerstandes gegen Gott. Mhm. Die Pharisäer wurden von Gott verflucht, wegen Klammerns an die Bibel und Widerstand gegen Herrn Jesus. Welche Lektion lernen wir daraus? Für die Gläubigen ist es absolut verkehrt, sich an die Worte der Bibel zu halten. Wir müssen die Worte des Herrn ausüben und erfahren. Wir müssen nach der Wahrheit in den Worten des Herrn suchen und das Werk des Heiligen Geistes erlangen.
besonders wenn der Herr wiederkehrt. Wenn wir von der Ankunft des Herrn hören, müssen wir nach dem gegenwärtigen Werk und den Worten Gottes suchen. Denn so werden wir den Fußstapfen und Gottes Werk folgen, vor den Thron Gottes entrückt werden, das Wasser des Lebens genießen, Wahrheit und Leben erlangen, die Erlösung empfangen und in das Himmelreich eintreten. Amen. Jetzt haben wir einen Weg. Die Worte des allmächtigen Gottes sind zu gut. Was ihr sagt, ist praktisch und wahr. Ja. Dank sei Gott. Lobet Gott. Wir haben viele Jahre lang an den Herrn geglaubt, aber nie seine Beziehung zur Bibel verstanden. Wir glauben zwar an den Herrn, aber erhöhen ihn nicht genug und halten stattdessen die Bibel für wichtiger. Wir stellen klassische Passagen der Bibel über alles andere. Wir konzentrieren uns darauf, ein paar tote Bibelpassagen auswendig zu lernen. Aber erfahren das Wort des Herrn nicht oder üben es nicht aus. Ja. Ja. Gerade wenn es um seine Wiederkunft geht. Ich habe starrsinnig auf die Bibel gepocht. Ich habe überhaupt nicht nach dem Werk oder den Äußerungen des Heiligen Geistes gesucht. Ja. Als ich hörte, wie jemand bezeugte, dass der Herr zurückgekehrt und er der allmächtige Gott ist, der in den letzten Tagen das Gericht ausführt, ging ich dem nicht nach. Stattdessen folgte ich meinen Pfarrern und Ältesten, widerstand dem und verurteilte es. Ach, wie unterscheiden wir uns von den heuchlerischen Pharisäern, wenn wir so an Gott glauben? Wir glauben an den Herrn und merken nicht, dass wir uns ihm widersetzen. Ja, ganz genau. Das hatten wir wirklich so gemacht. So ist es tatsächlich. Wenn der allmächtige Gott das nicht offenbart hätte, es nicht seine Worte gäbe, wüsste niemand von den Abweichungen und Fehlern seines Glaubens. In der Tat. Bevor Gott zu sprechen begann oder sein neues Werk startete, war unser Glaube an den Herrn gemäß der Bibel in Wirklichkeit nicht verkehrt. Das ist so, weil die Bibel ein Zeuge Gottes ist. Sie ist die wahre Sammlung der Worte Gottes im Zeitalter des Gesetzes und der Gnade. Ja. Die Bibel lesen, werden der Existenz Gottes gewahr. Wir lernen über die Allmächtigkeit und die Weisheit Gottes und wie er über alles herrscht. Ja. Wir können sehen, was Gott während der vorherigen zwei Phasen seines Werkes alles sagte und tat. Wie seine Wünsche und Forderungen an die Menschheit aussahen. Seine vielen Handlungen, die der Menschheit offenbart wurden. Richtig. Ganz richtig. Völlig richtig. Insbesondere enthält die Bibel das Werk der Erlösung des Herrn Jesus während des Zeitalters der Gnade. Die Gnade und Wahrheit, die er der Menschheit gab, damit wir Gottes wahre Liebe und Barmherzigkeit sehen können. Ja. Danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Wenn wir die Schriften der Bibel nicht hätten, wäre es schwierig, das vergangene Werk Gottes zu verstehen. Ja, richtig. Aus diesem Grund ist die Bibel zu einem klassischen Buch für uns Gläubige geworden. Die Bibel ist für uns so wertvoll, um an Gott zu glauben, Gott anzuerkennen und den richtigen Pfad des Lebens zu gehen. Ja, genau. Ja. Aber ungeachtet, wie wertvoll die Bibel ist, wie viel sie der Menschheit gegeben hat, repräsentiert die Bibel Gott oder das Werk des Heiligen Geistes nicht. Noch weniger steht sie für Gott im Werk der Erlösung. Ist das nicht wahr? Ja. Das ist eine Tatsache. Genau so ist es. Es ist wahr. Gott ist der Herr der Schöpfung, die Quelle allen Lebens. Gott gibt der Menschheit einen ständigen, unerschöpflichen Strom des Lebens. Amen. Jedoch ist die Bibel nur ein historisches Buch über Gottes vergangenes Werk. Wie kann sie mit Gott gleichgestellt sein? Korrekt. Sie kann nicht auf eine Stufe mit Gott gestellt werden. Die Bibel ist die Bibel. Gott ist Gott. Bibel und Gott sind zwei verschiedene Dinge. An die Bibel zu glauben, heißt nicht an Gott zu glauben. Richtig. Sagt mir, habe ich recht? Das ist richtig. Das stimmt. Nun verstehe ich. Die Bibel ist nur eine begrenzte Sammlung der Werke und Worte Gottes, während Gott wahr und lebendig ist. Gott ist die Quelle allen Lebens. Ja, wohl wahr. Die Bibel kann sich nicht mit Gott vergleichen. Richtig. Hey, das erinnert mich an eine interessante Geschichte. Sie passt nicht ganz zu dieser Situation, aber sie illustriert ein Problem. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl uns davon. Es war einmal ein Vater, der seinem Sohn einen Brief geschrieben hatte. Sein Sohn hielt an diesem Brief fest und weinte jeden Tag Flüsse von Tränen. Er sehnte sich so sehr nach der Rückkehr seines Vaters. Eines Tages kehrte sein Vater von weit, weit her zurück. Ratet, was geschah? Sein Sohn erkannte ihn nicht und sagte, der Brief wäre ihm wie sein Vater. Sagt mir, ist dieser Sohn nicht sehr dumm? Muss der Vater das Kind nicht ausschimpfen? Ja. Das ist eine gute Analogie. Sie erklärt das Problem.
Daraus erkennt man, dass wir zuvor dachten, die Bibel würde den Herrn selbst repräsentieren. Aber dieser Standpunkt ist falsch. Ja. Richtig, du hast absolut recht. Gelobt sei Gott. Deswegen kann unser Glaube an Gott nicht nur auf der Bibel basieren. Wichtig ist, unseren Glauben auf das zu gründen, was Gott gegenwärtig sagt und der Heilige Geist tut. Das ist das Prinzip beim Glauben an Gott. Korrekt. Genau. Wenn wir nicht einmal diese Grundtatsache über den Glauben an Gott verstehen, sind wir dann nicht zu töricht? Ja, genau. Ja. Genauso war es im Zeitalter der Gnade, als der Herr Jesus erschien. Konnte der Mensch das Werk des Heiligen Geistes dadurch erlangen, dass er nur das Alte Testament las, jedoch Worte und Werk des Herrn Jesus ablehnte? Nein. Konnten sie die Erlösung des Herrn Jesus erlangen? Sicherlich nicht. Richtig, sicherlich offensichtlich nicht. Wenn dann der Herr Jesus in den letzten Tagen tatsächlich als der allmächtige Gott zurückgekehrt ist und die Wahrheit aussagt und sein Werk des Gerichts ausführt, können wir, die sich nur an die Bibel und an das Werk des Herrn Jesus halten, das Werk des Heiligen Geistes und die Erlösung Gottes der letzten Tage empfangen? Sicherlich nicht, Schwester. Wir können uns an die Bibel so nicht länger halten. Richtig. Wenn der allmächtige Gott sein neues Werk in den letzten Tagen ausführt, müssen wir deshalb die Wahrheit in seinen Worten suchen und müssen seiner Stimme zuhören, den Fußstapfen seines Werkes folgen und das Gericht und die Züchtigung seiner Worte erfahren. Nur wenn wir so das Werk Gottes erfahren, können wir die Wahrheit empfangen. Richtig. Gott kennen und Reinigung und Errettung erlangen. Ja. Diese Art des Glaubens ist der einzige Weg zu Gottes Lob. Amen. Jetzt verstehe ich. Der einzige Weg. Das ist ein neuer Weg. Wenn wir gesprochen haben, verstehen wir. Ja? Wenn Gott ein neues Werk ausführt, müssen wir ihm folgen. Dem werden wir gehen. Werden wir das zu Herzen nehmen. Ja, genau. Großartig. So aufregend. Captain Wang, seien Sie sicher. Diesmal habe ich einen todsicheren Hinweis. Wir werden die Prediger des östlichen Blitzes schnappen können. Sehen Sie nur zu. Ältester Sohn, wenn wir Sie dieses Mal wirklich erwischen, gebührt dir Dank. Die Regierung wird sich dafür erkenntlich zeigen. Danke. Dank sei Gott. Lobet den Herrn. Lobet den Herrn. Ich höre euer Zeugnis vom Wort des allmächtigen Gottes. Und endlich verstehe ich, dass ich in all den Jahren des Glaubens an den Herrn nichts gelernt habe. Ich konnte nicht unterscheiden zwischen dem Glauben an die Bibel und dem an den Herrn. Mit meinem Unwissen und der Glaubenslehre über die Bibel schränkte ich das Werk Gottes ein. Ich verurteilte mit den Pharisäern und den Ältesten den allmächtigen Gott. Lange beschritt ich den Pfad der Pharisäer und wusste nicht einmal davon. Ich bin zu arrogant und dumm. Wenn ich auf meine Handlungen zurückblicke, sind sie nicht die einer Gottgläubigen. Ich hatte nie realen Glauben an den Herrn. Ich war eigentlich eine Ungläubige. Hey, Schwester Yang, wie kannst du das sagen? Ja, wir glaubten so viele Jahre an den Herrn und haben seinen Namen stets bewahrt. Korrekt. Wir lesen in der Bibel, beten und beichten dem Herrn unsere Sünden. Wir sind demütig, geduldig und liebend zueinander. Wir geben oft Almosen, Spenden und opfern alles, um für den Herrn zu arbeiten und das Evangelium zu verbreiten. Richtig. Üben wir nicht die Worte des Herrn aus und folgen seinem Weg? Richtig. Wie kannst du sagen, wir hätten nie einen realen Glauben an den Herrn gehabt und seien Ungläubige? Wie kannst du das sagen? In der Bibel sagte Paulus doch, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Richtig. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Amen. Deshalb denke ich, dass unser Glaube an den Herrn belohnt werden wird. Ja. Wenn der Herr kommt, wird er uns bestimmt ins Himmelreich entrücken. Amen. Ja. Habe ich recht? Amen. Was Schwester Ma sagt, ergibt Sinn. Bestimmt. Hätten wir keinen echten Glauben an den Herrn, wie hätten wir Arbeit und Jugend für ihn opfern können? Ja. Wie konnten wir so viel erdulden, um sein Evangelium zu verbreiten? Hätten wir nicht wirklich an den Herrn geglaubt, wie hätten wir dann all dies Leid ertragen und dem Herrn folgen können? Genau. Würden wir nicht eher im Gefängnis leiden, als den Namen des Herrn zu leugnen und ihn zu verraten? Ist das nicht Beweis dafür, dass wir an den Herrn glauben? Ja. So haben doch die Heiligen auch an den Herrn geglaubt. Ja, eben. Wie könnt ihr sagen, dies sei kein echter Glaube an den Herrn? In der Tat. Wie erklärt ihr diese Probleme? Genau, dann erklärt es uns Schwester bitte. Schwester Miao, setz dich bitte. Diese Probleme... Lass Bruder Yu und Bruder Zhao darüber sprechen.
Gut. Ja, ja, ich bin gespannt. Wir würden gerne mehr davon erfahren. Viele Gläubige denken, solange sie die Namen des Herrn wahren, die Bibel lesen, beten und sich häufig treffen, sie alles für den Herrn opfern und sich einsetzen, sie dann echte Gläubige sind. Sie denken, dass sie so in das Königreich des Himmels erhoben werden, wenn er wiederkommt. Ist der Glaube an Gott so einfach, wie es sich die Menschen vorstellen? Wenn die Menschen so handeln, können sie dann wirklich die Zustimmung Gottes erhalten? Glaubten die Pharisäer, die vom Herrn Jesus angeprangert und verurteilt wurden, nicht auf dieselbe Weise an Gott? Sie beteten häufig und arbeiteten hart und reisten sogar bis an das Ende der Welt, um das Evangelium zu verbreiten. Wieso hat es dann aber ihr Glaube nicht geschafft, die Zustimmung des Herrn zu gewinnen, sondern zog seinen Fluch auf sie? Was ist das die Antwort? Ich glaube, wieso? Ich habe nie über diese Frage nachgedacht. Frage. Ja. Menschen, die die Bibel lesen, verstehen, dass obwohl die Pharisäer die Bibel gut lasen, häufig beteten, die Arbeit Gottes verbreiteten, viel erlitten, andere liebten und fromm erschienen, nach außen hin echte Gläubige waren, in Wahrheit keinen Platz in ihren Herzen für Gott hatten und ihn nicht priesen. Sie konzentrierten sich nicht darauf, die Wahrheit in den Worten Gottes zu suchen oder seinen Willen zu verstehen, noch weniger seine Worte auszuüben und seinen Geboten zu folgen. Sie wollten Wissen über die Bibel und theologische Theorien verbreiten. Sie konzentrierten sich nur auf religiöse Zeremonien und Selbstverherrlichung, wollten von anderen angebetet werden. So glaubten sie an Gott viele Jahre lang und hatten keine Gotteskenntnis, wurden gegenüber Gott ganz sicher nicht gehorsam und ehrfürchtig. Deshalb suchten sie nicht nach der Wahrheit, als der Herr Jesus sein Werk ausführte. Sie bemaßen den Herrn Jesus nach ihren eigenen Vorstellungen. Egal wie tiefgründig die Predigt des Herrn Jesus war oder wie viel Autorität und Kraft sein Werk hatte, suchten sie nicht danach oder lasen es. Sie verurteilten fanatisch den Herrn Jesus und schlugen ihn danach an das Kreuz. Sie wurden verflucht und schwer bestraft. Genau so ist es. Das ist wahr. Genau. Sagt mir, kann dieser Glaube der Pharisäer ein echter Glaube an Gott genannt werden? Ich glaube, nein. Nein. Akzeptierte Gott den Glauben der Pharisäer? Nein, tut er nicht. Richtig. Nicht nur, dass der Herr Jesus ihnen nicht zustimmte, sondern er verurteilte und verfluchte sie mit den Worten: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Ist das nicht wahr? Doch, es ist wahr. Ja. Die Pharisäer vertrauten nur ihren eigenen Vorstellungen. Sie glaubten nur an den wahren Gott im Himmel. Jedoch nicht an den fleischgewordenen Herrn Jesus, der die Wahrheit äußerte. Die Wahrheit langweilte sie alle und sie hassten sie. Zwar glaubten sie an Gott, aber widersetzten sich ihm doch. Habe ich recht? Ja, richtig. Ja, natürlich widersetzen sie sich Gott. Sie sind keine wahren Gottgläubigen. Wir sind nicht die Pharisäer. Blicken wir auf die heutige Religionsgemeinschaft. Viele Pfarrer und Älteste wahren den Namen des Herrn. Sie beten im Namen des Herrn, lesen die Bibel, opfern alles und arbeiten für ihn. Wenn der allmächtige Gott aber die Wahrheit äußert, um das Gericht in den letzten Tagen auszuführen, definieren sie das Werk Gottes nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie denken, dass Worte und Werk Gottes in der Bibel stehen und alles, was darüber hinausgeht, Häresie ist. Sie wissen, dass die Worte des allmächtigen Gottes die Wahrheit sind und die Menschen erobern können. Aber sie studieren diese Worte nicht. Sie verbreiten noch immer fanatisch alle möglichen Gerüchte und Lügen und lästern gegen den allmächtigen Gott. Ja, das ist wahr. Sie halten die Gläubigen ab, den wahren Weg zu suchen. Sie zeigen jene bei der Polizei an, die das Werk Gottes bezeugen. Ja, das ist auch. So ist das. Sagt mir, wie unterscheiden sich diese Pfarrer und Ältesten von den Pharisäern, die sich dem Herrn Jesus widersetzt haben? Beides sind Menschen, die den wahren Weg kennen, ihm aber widerstehen. Ja. Sind beide nicht Feinde Gottes, die die Wahrheit verachten? Das ist richtig. Genau. Deshalb können wir sehen, wenn Menschen an den Herrn glauben, aber nur seinen Namen wahren, für ihn arbeiten und fromm erscheinen,
bedeutet das nicht, dass sie die Worte des Herrn umsetzen oder dem Weg des Herrn folgen. Es bedeutet auch nicht, dass sie wahre Gläubige sind, die dem Herrn dienen. Richtig. Dass sie alle fromm erscheinen, bedeutet nicht, sie könnten den Herrn in ihren Herzen erhören, ihn verehren oder ihm gehorchen. Es bedeutet sicher nicht, dass sie die Wahrheit verstehen oder den Herrn kennen. In der Tat. Ja, in der Tat. Das ist wahr. Ja. Wenn die Menschen an den Herrn glauben, aber nicht nach der Wahrheit suchen oder seine Worte nicht erfahren, ganz egal, wie viele Jahre sie an den Herrn glauben oder wie sehr sie sich auch für ihn abmühen, sie können sein Lob nicht erhalten. Ja. 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 Das trifft besonders auf die zu, die Pfarrer und Älteste in den religiösen Gemeinden sind. Obwohl sie sich für den Herrn abmühen, verurteilen sie den allmächtigen Gott fanatisch. Das beweist klar, dass sie Übeltäter sind, die sich Gott widersetzen. Sie werden durch das Werk Gottes in den letzten Tagen als Antichristen entlarvt. Sie werden bestimmt die Bestrafung Gottes auf sich ziehen. Korrekt. Richtig. Gottes Position ist gerecht. Es ist genauso, wie es der Herr Jesus sagte. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. In der Tat, so ist es. Gott wird sie richten. Genauso. Die Worte des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen sind deutlich. Der allmächtige Gott sagt: Es ist mir egal, wie verdienstvoll deine harte Arbeit ist, wie beeindruckend deine Qualifikationen, wie eng du mir folgst, wie berühmt du bist oder wie verbessert deine Einstellung ist. Solange du nicht getan hast, was ich verlangt habe, wirst du niemals mein Lob gewinnen können. Schreibt alle diese, eure Ideen und Berechnungen so früh wie möglich ab und beginnt, meine Forderungen ernst zu nehmen. Andernfalls werde ich alle Menschen in Asche verwandeln, um meine Arbeit zu Ende zu bringen und bestenfalls meine Jahre der Arbeit und des Leidens in nichts zu verwandeln. Denn ich kann meine Feinde und die Menschen, die nach dem Bösen, nach dem Vorbild Satans stinken, nicht in mein Königreich, in das nächste Zeitalter bringen. Die Worte Gottes sind majestätisch. Ja, das sind sie tatsächlich. Ja, das sind sie. Der Zorn Gottes. Gottes Wort ist unabänderliche Wahrheit. Amen. Ob die Gläubigen sein Lob erhalten können, hängt nicht davon ab, wie viel sie arbeiten oder leiden. In der Tat. Es hängt davon ab, das Wort Gottes umzusetzen, ihm zu gehorchen. Das ist wahr. Jedoch sagte Paulus: Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Diese Worte sind die eigenen Auffassungen des Paulus. Sie stehen mit den Worten Gottes überhaupt nicht in Einklang. Sie sind das genaue Gegenteil davon. In der Tat. Das sollte jeder von euch sehen können. Ja, danke. Nachdem ich das von euch gehört habe, schaue ich nun zurück auf das, was Paulus sagte. Dies sind die eigenen Vorstellungen des Paulus. In der Tat. Diese stehen mit dem Wort Gottes nicht im Einklang. Sie erfüllen nicht die Voraussetzung, um in sein Reich entrückt zu werden. Richtig. So ist es. Wir wurden in all den Jahren durch Paulus irregeführt. Ja, genau. Wir konzentrierten uns nur darauf, für den Herrn zu arbeiten und hofften auf Entrückung bei seiner Rückkehr. Wir haben nicht versucht, die Wahrheit zu finden. Wir verpassen fast die Chance, den Herrn zu begrüßen. Das ist sicher so. Die Worte des Paulus haben uns wirklich geschadet. Ich glaube, das ist richtig. Das ist mir gar nicht bewusst. Dem schließe ich mich an. Aber es stimmt. Recht. Sie haben uns geschadet. Ja, wirklich. Ich habe es jetzt erkannt. So ist es. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ah, Gouda. Was machst du hier? Oh, Tante, wieso kommst du her? Ich will die Predigten hören. Komm mit. Du bist nicht im Krankenhaus? Was ist denn los?
Wieso verhältst du dich denn so panisch, Godard? Tante, du musst weg. Die Polizei wird die Gläubigen verhaften. Was? Die Polizei? Woher weißt du das? Frag nicht. Lass uns gehen. Warte. Godard, erklär mir erst, was hier los ist. Der älteste Sohn hat erfahren, dass die Prediger des östlichen Blitzes hier predigen. Er bringt gerade die Polizei hierher. Was? Wie konnte er das denn wissen? Hast du ihm etwa die Nachricht geschickt? Sag es mir. Sag die Wahrheit. Tante, du weißt, dass ich in den letzten Tagen knapp bei Kasse war. Gut da. Und so. Der älteste Sohn versprach mir nämlich 5000 Yuan für jeden Prediger des östlichen Blitzes. Zwei bringen mir 10.000 ein. Du Nichtsnutz! Du bist ein Volltrottel! Du bist schlimmer als Judas! Wie könntest du so etwas tun? Du! Tante, Tante! Wie konnten wir nur so fehlgeleitet sein? Nun ist offensichtlich, was wir früher dachten, dass die Gläubigen des Herrn, die seinen Namen wahren und für ihn arbeiten, um in sein Königreich einzutreten, wirklich völlig absurd war. Ja. Ja, genau. Hey, Bruder Yu, Bruder Sao. Ja? Was bedeutet es dann, wahren Glauben an Gott zu haben und Zustimmung zu erlangen? Erzählt uns doch mehr. Bitte. Ich bin so aufgeregt. Da kommt Schwester Wei. Was will sie? Was ist los? Godard hat euch den ältesten Sohn gemeldet. Was? Er bringt die Polizei hierher. Wo sind sie? Sohn, was soll das bedeuten? Es scheint sie jemand gewarnt zu haben. Das Wasser ist noch warm. Wir sind leider zu spät. Verdammt, ich wurde reingelegt. Bruder Yang, was für ein wundervoller Ort. Höhle. Wie schön es hier ist. Schön, Herrn, sei Dank. Habt ihr alle Sachen dabei? Das gehört alles zum Plan des Herrn. Ja, das denke ich auch. Danke. Ohne den Schutz des Herrn. Setz dich hier rüber. Licht. Wenn wir die Höhle beleuchten, können wir weitere Treffen abhalten. Wie schön. Die Regierung ist böse. Sie zwingen uns jedes Mal, wenn wir uns treffen möchten, zu neuen Methoden. Jetzt können wir ganz in Ruhe reden. Ja. Und die Pfarrer und Ältesten wollen uns sogar ausliefern. Sie erlauben uns den Glauben an den allmächtigen Gott nicht. Auf keinen Fall. Ja, genau. Bruder Yu, Bruder Sao. Letztes Mal ging es um den wahren Glauben an Gott. Und wie wir seine Zustimmung gewinnen können. Wir konnten es nicht zu Ende besprechen, weil die KPC unser Treffen dann unterbrach. Genau. Ja, lasst uns das doch heute weiterführen. Ja, gerne. Einverstanden. Was bedeutet, wahren Glauben an Gott zu haben? Und wie kann unser Glaube seine Zustimmung erlangen? Das ist eine wesentliche Frage. Ja, genau. In der Tat. Sie bezieht sich darauf, ob wir durch unseren Glauben an Gott erlöst werden und in sein Königreich kommen. Aber ja, in der Tat. Bisher bemühten wir uns nur, für den Herrn so zu arbeiten, damit wir bei seiner Rückkehr dann in sein Königreich eintreten können. Ja. Ja, das ist richtig. Jetzt bemerkt jeder, dass dies der falsche Weg des Glaubens ist. Ja, so ist es. Niemand in der religiösen Gemeinschaft weiß, was wahrer Glaube an Gott ist. Oder wie wir an Gott glauben sollten, damit er uns zustimmt. Niemand hat die Antwort auf diese Fragen. Ja. Der allmächtige Gott, Christus der letzten Tage, hat alle Wahrheiten und Geheimnisse dazu offenbart. Der allmächtige Gott spricht sehr deutlich darüber, was ist der wahre Glaube an Gott. Lasst uns dazu zwei Passagen lesen. Gut. Geht zu Seite 1. Der allmächtige Gott sagt, obwohl viele Menschen an Gott glauben, verstehen wenige, was Glaube an Gott bedeutet. Und was sie tun müssen, um nach Gottes Herzen zu sein. Das liegt daran, dass die Menschen, obwohl sie vertraut sind mit dem Wort Gott und Formulierungen wie etwa das Werk Gottes, Gott nicht kennen, geschweige denn kennen sie sein Werk. Kein Wunder also, dass all jene, die Gott nicht kennen, einen konfusen Glauben besitzen. Die Menschen nehmen Glauben an Gott nicht ernst,
weil Glauben an Gott zu ungewohnt ist, zu fremdartig für sie. Somit erreichen sie nicht die Anforderungen Gottes. Anders ausgedrückt, wenn Menschen Gott nicht kennen, sein Werk nicht kennen, dann sind sie nicht geeignet für Gottes Verwendung, geschweige denn können sie Gottes Anliegen erfüllen. Glaube an Gott bedeutet glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist das einfachste Konzept von Glaube an Gott. Außerdem ist Glauben, dass es einen Gott gibt, nicht dasselbe wie wahrhaft an Gott glauben. Vielmehr ist es eine Art von simplem Glauben mit starken religiösen Untertönen. Wahrer Glaube an Gott bedeutet, die Worte und das Wirken Gottes zu erfahren, basierend auf einer Überzeugung, dass Gott die Oberhoheit über alle Dinge innehat. So wirst du befreit werden von deiner verdorbenen Gesinnung, das Verlangen Gottes erfüllen und Gott kennenlernen. Nur über solch einen Weg kann man von dir sagen, dass du an Gott glaubst. Doch oft sehen Menschen Glauben an Gott als etwas sehr Simples und Leichtfertiges. Der Glaube von solchen Menschen ist bedeutungslos und wird niemals die Zustimmung Gottes erlangen, weil sie den falschen Pfad beschreiten. Heute gibt es noch jene, die an Gott in Buchstaben glauben, an leere Glaubenslehren. Sie sind sich nicht bewusst, dass ihr Glaube an Gott keine Substanz hat und dass sie die Zustimmung Gottes nicht erlangen können. Und trotzdem beten sie für Frieden und hinreichend Gnade von Gott. Wir sollten innehalten und uns selbst fragen, könnte Glauben an Gott wirklich die einfachste Sache der Welt sein? Bedeutet Glauben an Gott nichts weiter, als viel Gnade von Gott zu empfangen? Können Menschen, die an Gott glauben, ihn aber nicht kennen und sich ihm entgegenstellen, wirklich das Verlangen Gottes erfüllen? An Gott glauben ist nicht so einfach. Jetzt Seite 775. Ich werde lesen. Gut. Mhm. Der allmächtige Gott sagt, du magst glauben, dass es beim Glauben an Gott um Leiden geht oder darum, viele Dinge für ihn zu tun oder um den Frieden deines Fleisches oder darum, dass alles für dich gut geht, dass alles bequem ist, aber nichts davon sind Gründe, die Menschen für den Glauben an Gott haben sollten. Wenn du das glaubst, dann ist deine Sichtweise falsch und du kannst schlichtweg nicht vervollkommnet werden. Gottes Handlungen, Gottes gerechte Disposition, seine Weisheit, sein Wort und seine Herrlichkeit und Unergründlichkeit sind Dinge, die Menschen verstehen sollten. Benutze dieses Verständnis, um die persönlichen Wünsche sowie die individuellen Hoffnungen und Vorstellungen in deinem Herzen loszuwerden. Nur durch deren Beseitigung kannst du die von Gott geforderten Bedingungen erfüllen. Nur dadurch kannst du Leben haben und Gott zufriedenstellen. An Gott zu glauben ist, um Gott zufriedenzustellen, die Disposition auszuleben, die er verlangt, um seine Handlungen und Herrlichkeit durch diese Gruppe von unwürdigen Menschen manifestieren zu lassen. Das ist die richtige Sichtweise für den Glauben an Gott und auch das Ziel, das du verfolgen solltest. Du solltest den richtigen Standpunkt haben, und danach zu streben, das Wort Gottes zu erlangen, es zu essen und zu trinken und die Wahrheit auszuleben, sowie besonders die praktischen Taten Gottes sehen, seine wunderbaren Taten über das ganze Universum hinweg, sowie die praktische Arbeit, die er am Fleisch verrichtet. Durch ihre tatsächlichen Erfahrungen können die Menschen würdigen, wie Gott seine Arbeit an ihnen tut, was sein Wille ihnen ist. Dies geschieht, um ihre korrupte satanische Disposition zu beseitigen. Beseitige das Unreine und Ungerechte in dir, wirf deine falschen Absichten über Bord, dann kannst du den wahren Glauben an Gott entwickeln. Nur indem du wahren Glauben hast, kannst du Gott wahrhaftig lieben. Du kannst Gott nur auf den Grundlagen deines Glaubens an ihn wirklich lieben.
Kannst du es erreichen, Gott zu lieben, ohne an ihn zu glauben? Da du an Gott glaubst, kannst du darüber nicht verwirrt sein. Manche Menschen werden von Lebenskraft erfüllt, weil der Glaube an Gott ihnen wohltut, verlieren aber alle Energie, wenn sie Verfeinerungen gegenübertreten müssen. Ist das Gottes Glaube? Letzten Endes handelt es sich beim Glauben an Gott um totalen Gehorsam gegenüber ihm. Du glaubst an Gott, hast aber immer noch Forderungen an ihn. Hast viele religiöse Vorstellungen, die du nicht ablegen, persönliche Interessen, die du nicht loslassen kannst. Oder suchst immer noch Wohltaten des Fleisches und willst, dass Gott dein Fleisch rettet, deine Seele erlöst. Das sind alles Darstellungen von Menschen mit der falschen Sichtweise. Obwohl Menschen mit religiösen Überzeugungen an Gott glauben, suchen sie keine dispositionelle Veränderung, streben nicht nach Wissen von Gott und sind nur hinter den Interessen ihres Fleisches her. Viele unter euch haben Glauben, die in die Kategorie der religiösen Überzeugungen gehören. Das ist kein wahrer Glaube an Gott. Um an Gott zu glauben, musst du ein Herz besitzen, um für ihn zu leiden und den Willen, dich selbst aufzugeben. Wenn du diese beiden Bedingungen nicht erfüllst, zählt es nicht als Glaube an Gott. Du wirst eine dispositionelle Veränderung nicht erreichen. Nur Menschen, die die Wahrheit wirklich suchen, die versuchen, Gott zu kennen und nach Leben streben, sind diejenigen, die wirklich an Gott glauben. Das ist einfach wunderbar. Das ist großartig. Das waren Passagen vom Wort des allmächtigen Gottes. Wie fühlt ihr euch nun? Mein Herz ist wirklich erleuchtet. Ach, die Worte des allmächtigen Gottes äußern die Wahrheit über den Gottesglauben so deutlich. Ja. Das ist wirklich überzeugend. Dank sei Gott. Ich glaube 30 Jahre an den Herrn. Aber weiß noch immer nicht, was wahrer Gottglaube ist. Mir war das auch nicht klar. Ich habe es jetzt begriffen. Wenn wir die Worte des allmächtigen Gottes gelesen haben, verstehen wir es besser. Die Worte des allmächtigen Gottes sind Wahrheit. Kein Wunder, dass so viele Menschen an den allmächtigen Gott glauben. Ja, das stimmt. Der allmächtige Gott offenbart alle Geheimnisse zum wahren Gottglauben. Nun versteht ihr das alle, oder? Ja, das verstehen wir. Viele Menschen glauben an Gott, aber wissen nicht, was wahrer Glaube an Gott ist. Noch kennen sie Gott. Oder sein Werk. Diese Art des Glaubens ist ein verworrener Glaube, der nie das Lob Gottes verdienen wird. Ja, so ist es. Der allmächtige Gott macht deutlich, was wahrer Glaube ist. Wahrer Glaube an Gott bedeutet, die Worte und das Wirken Gottes zu erfahren, basierend auf einer Überzeugung, dass Gott Oberhoheit über alle Dinge innehat. So wirst du befreit werden von deiner eigenen verdorbenen Gesinnung, das Verlangen Gottes erfüllen und Gott kennenlernen. Nur so kann man sagen, dass du an Gott glaubst. Amen. Wie wahr? Amen, den Herrn. Der allmächtige Gott spricht so deutlich über wahren Glauben. Ja. Menschen, die an Gott glauben, glauben eigentlich an seine Worte, also die Umsetzung seiner Worte, das Erfahren seines Werks. Auf diese Weise werden sie die Wahrheit wirklich verstehen und Gott wahrhaftig kennen. Das ist wahrer Glaube an Gott. Amen. Wenn Sie darüber sprechen, verstehen wir es. In der Gemeinschaft sprechen wir nur darüber, wie man für den Herrn arbeitet und leidet. Und nicht, wie man die Worte des Herrn umsetzt oder erfährt. Deshalb werden wir die Wahrheit nie verstehen, noch werden wir Gott kennen, egal wie lange wir an Gott glauben. Genau. Wenn wir so an Gott glauben, wie kann Gott uns anerkennen? Das ist wahr. Der Herr Jesus sagte, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Was sagte der Herr Jesus danach? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Amen. Amen. Wir Gläubigen opfern und arbeiten nach unserem eigenen Willen für ihn. Wir setzen die Worte des Herrn nicht um oder erfahren sie. Dieser Glaube wird nicht Gottes Zustimmung erlangen. Er wird von Gott verurteilt. Ja, es wird nicht von Gott verurteilt. Denke ich an meine Zeit in der religiösen Gemeinschaft, so konzentrierte ich mich nicht darauf, die Worte des Herrn umzusetzen, sondern beichtete ihm nur, nachdem ich gesündigt hatte, und bat um Vergebung. War ich in Schwierigkeiten, betete ich zum Herrn und bat ihn so um Hilfe. Ich dachte, da ich Bibelpassagen auswendig kannte,
die Worte der Bibel wahrte und die Regeln befolgte, an den Herrn zu glauben. Ich dachte, wenn ich für den Herrn nur eifrig opferte und arbeitete, würde ich gut an den Herrn glauben. Ich dachte, ich würde den Herrn lieben und ihm treu sein. Ich dachte, wenn der Herr zurückkäme, würde ich sicher in sein Königreich eintreten. Bis ich des allmächtigen Gottes Werk akzeptierte und sah, was er sagte. Viele, die Gott folgen, machen sich nur Gedanken darüber, wie sie himmlische Geschenke erhalten oder Unheil vermeiden können. Solche Leute, die Gott folgen, haben nur eine sehr simple Absicht, Segen zu erlangen. Und sie sind zu faul, an irgendetwas teilzunehmen, das dieses Ziel nicht beinhaltet. Für sie ist es das berechtigteste Ziel, an Gott zu glauben, um Segen zu erlangen, und der tatsächliche Wert ihres Glaubens. Sie bleiben von allem, was diesen Zweck nicht erfüllen kann, unberührt. Dieser Fall trifft auf die meisten zu, die heute an Gott glauben. Ihr Ziel und ihre Motivation erscheinen berechtigt, da sie an Gott glauben und gleichzeitig auch für Gott aufwenden, sich Gott widmen und ihre Pflicht erfüllen. Sie geben ihre Jugend auf, stellen ihre Familie und Karriere zurück und verbringen sogar Jahre damit, sich aushäusig zu betätigen. Darin entdecken wir ein zuvor nicht identifiziertes Problem. Die Beziehung des Menschen zu Gott beruht lediglich auf Selbstinteresse. Es ist die Beziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber von Segnungen. Einfach gesagt, ist es wie die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer arbeitet nur, um den Lohn zu erhalten, den ihm der Arbeitgeber entgegenbringt. In einer derartigen Beziehung gibt es keine Zuneigung, sondern nur ein Abkommen. Es gibt kein Lieben und Geliebtwerden, nur Wohltätigkeit und Erbarmen. Es gibt kein Verständnis, nur viel Resignation und große Täuschung. Es gibt keine Intimität, nur eine Kluft, die nicht überbrückt werden kann. Wenn die Dinge diesen Punkt erreichen, wer kann eine solche Entwicklung rückgängig machen? Wie viele Menschen sind fähig, wirklich zu verstehen, wie aussichtslos diese Beziehung geworden ist? Ich glaube, dass wenn die Menschen in der Freude gesegnet zu sein untertauchen, keiner dazu in der Lage ist, sich vorzustellen, wie beschämend und unansehnlich eine solche Beziehung zu Gott ist. Der allmächtige Gott bringt es auf den Punkt und enthüllt die wahre Natur der Menschen. Sie glauben an ihn, weil sie Segnungen erhoffen. Ich habe gerade bemerkt, dass die Motive meines Glaubens zu unrein waren. Ich jagte Segnungen, Gnade und Belohnungen hinterher und der Entrückungen des Königreichs des Himmels. Solange ich die Segnungen des Himmelreichs genießen konnte, würde ich jedes Leid ertragen und jeden Preis bezahlen. Ich aber praktizierte nicht die Worte des Herrn, versuchte nicht, Gott kennenzulernen. Infolgedessen hatte mein Leben mit der Wahrheit, die sich in den Worten Gottes befindet, nichts zu tun. Ich glaubte an den Herrn, hatte aber nicht das geringste Wissen über ihn. Ich dachte, mein Glaube könnte das Lob des Herrn erhalten. Und käme er zurück, würde ich ins Himmelreich erhoben. Ich war schamlos und unwissend. Gott wurde zweimal zu Fleisch, um das Werk des Erlösens und des Rettens der Menschheit durchzuführen. Er tat dies, um der Menschheit die Wahrheit zu geben. Dies erlaubt ihnen, die Worte Gottes für sich zu akzeptieren, sie aus der Kontrolle der Sünde zu befreien und sie vor Gott gehorsam zu machen. Ich verstand den Willen Gottes nicht. Ich verfolgte die Wahrheit nicht.
suchte nicht nach Gotteskenntnis. Ich suchte einzig und allein Gnade und Belohnungen. Sogar wenn ich etwas opferte, war das nur im Austausch für die Segnungen des Himmelreichs. Wie glaubte ich an Gott? Wie liebte ich Gott und war ihm treu? Ich versuchte nur ein Geschäft mit Gott abzuwickeln. Ich versuchte ihn zu benutzen und reinzulegen. Im Gericht der Worte des allmächtigen Gottes habe ich gesehen, wie tief ich von Satan verdorben worden war. Ich war zu selbstsüchtig. Mir fehlte jede Menschlichkeit. Ein verabscheuungswürdiger Schurke, nur auf sich selbst bedacht. Ich war nicht geeignet, vor Gott zu leben. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Ich bin seine Schöpfung. Es ist richtig für mich, an Gott zu glauben und alles für ihn zu opfern. Das ist meine Pflicht. Meine Verantwortung als Kreatur. Amen. Mir fehlte Vernunft oder Gewissen. Wenn ich irgendetwas opferte oder litt, versuchte ich ein Geschäft mit Gott abzuschließen. Ich wollte Entlohnung. Dieser Glaube, mit dem ich Gott reinlege, wie sollte ich dann nicht seinen Hass und seine Abscheu hervorrufen? Wie kann Gott einer satanischen Kreatur wie mir erlauben, in sein Königreich einzutreten? Dieses Mal kniete ich vor Gott und betete reumütig zu ihm. Egal wie Gott mit mir umgeht oder was mein Endergebnis ist, so gehorche ich dem Plan Gottes bereitwillig. Dank sei Gott. Selbst wenn ich Gott nur diene, werde ich nach Wahrheit streben und meine Aufgabe als sein Geschöpf erfüllen. Amen. Durch Gericht, Züchtigung und Reinigung durch den allmächtigen Gott und die Prüfung des Wortes änderte sich mein Standpunkt und ich fing an, nach Wahrheit zu streben und sie umzusetzen. Ich beginne den Weg des Glaubens, der die Errettung bringen kann. Lobet Gott. Großartig. Das sind alles Ergebnisse der Erfahrung des Urteils des allmächtigen Gottes. Amen. Danke für meine Rettung, allmächtiger Gott. Amen. Lobet Gott. Hört ihre Erfahrungen und ihr Wissen über den Glauben an Gott. So ist es, die Worte Gottes umzusetzen und sein Werk zu erfahren. Betrachten wir, wie wir unseren Glauben an den Herrn umsetzten, beteten und die Bibel lasen, für ihn opferten und arbeiteten. Das waren nur Versuche, Belohnungen zu erhalten. Ich wusste nicht, was es bedeutete, die Worte des Herrn umzusetzen. Das ist nicht wahrer Glaube an Gott, sondern nur ein verworrener Glaube. Das stimmt. In der religiösen Gemeinschaft glauben wir an den Herrn, aber wahren nur seinen Namen. Wir wahren nur den Namen des Herrn Jesus. Aber wir suchen nicht nach der Wahrheit oder akzeptieren nicht die Rückkehr des Herrn Jesus. Hätten wir vor 100 Jahren so an den Herrn geglaubt, könnten wir nicht von unseren Sünden gereinigt werden. Richtig. Sind wir letzten Endes nicht einfach Satan, der unverändert bleibt? Wie könnten wir das Himmelreich betreten? Ja. Ja. Das ist wahr. Nachdem ich das Gericht und die Züchtigung des allmächtigen Gottes erfuhr, sah ich, dass ich von Satan zu tief verdorben worden bin. Ich war zu arrogant und vollkommen ohne Verstand. Nach außen hin sah ich so aus, als könnte ich das Evangelium verbreiten und Teile auswendig lernen. Ich dachte, ich würde Gott gut kennen und handelte ganz nach dem Motto, viel heiliger als du. Tatsächlich betete ich nicht zu Gott oder suchte nach der Wahrheit. Ich tat blind nur das, was meinen Vorstellungen entsprach. Besonders dann, wenn es um die Wiederkunft des Herrn ging. Ich beschränkte Gott auf die Bibel, aufgrund meiner Vorstellungen. Ich dachte, alle Worte und das Werk Gottes stünden in der Bibel und würden außerhalb der Bibel nicht existieren. Starrsinnig glaubte ich, dass niemand, der sich nicht an die Bibel hielt, an den Herrn glauben könnte. Das Ergebnis war, als ich auf des allmächtigen Gottes Werk der letzten Tage stieß, ich es gar nicht erforschen wollte. Wie die Pfarrer und die Ältesten leugnete und verurteilte ich es. Ich war arrogant und hatte angesichts Gottes jeglichen Verstand verloren. Ich fragte mich, entsprach mein Verhalten dem Glauben an Gott? Nein, es war böse.
Wie unterscheide ich mich in irgendeiner Weise von den Pharisäern, die sich dem Herrn Jesus widersetzten? Ich sah die Worte des allmächtigen Gottes. Da du an Gott glaubst, musst du in alle seine Worte und seine Arbeit Glauben setzen. Das heißt, da du an Gott glaubst, musst du ihm gehorchen. Wenn du außerstande bist, dies zu tun, dann spielt es keine Rolle, ob du an Gott glaubst. Wenn du schon viele Jahre an Gott glaubst, ihm jedoch nie gehorcht hast oder all seine Worte akzeptiert und stattdessen Gott aufgefordert hast, sich dir zu unterwerfen und deinen Ansichten zu folgen, dann bist du der Aufsässigste von allen und ein Ungläubiger. Wie ist der imstande, den Worten Gottes, die nicht mit den Vorstellungen des Menschen übereinstimmen, zu gehorchen? Die ungehorsamste Person ist diejenige, die Gott absichtlich trotzt und sich ihm widersetzt. Sie ist der Feind Gottes und ist ein Antichrist. Diejenigen, die nicht achtsam sind, wenn sie auf die neue Arbeit des Heiligen Geistes treffen, die unentwegt reden, die schnell urteilen, die ihrem natürlichen Instinkt freien Lauf lassen, um die Richtigkeit der Arbeit des Heiligen Geistes zu leugnen und auch beleidigen, sind diese respektlosen Leute der Arbeit des Heiligen Geistes gegenüber nicht unwissend? Sind sie darüber hinaus nicht arrogant, stolz und ungezügelt? Derart respektlose, zügellose Leute geben vor, an Gott zu glauben, und je mehr sie dies tun, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gegen Gottes führende Anordnungen verstoßen. Gehen nicht alle diese arroganten Menschen, die von Geburt aus ungezügelt sind und niemals irgendjemandem gehorcht haben, auf diesem Pfad? Leisten sie nicht Tag für Tag Widerstand gegen Gott, der stets neu und nie alt ist? Jeder Satz davon war eingebettet in mein Herz. Sein Gericht hatte meine Natur enthüllt. Ich glaube an Gott, aber widerstehe ihm. Ich fühlte den Zorn Gottes auf mir. Ich fühlte seine gerechte Disposition, die nicht angegriffen werden kann. Ich zitterte vor Furcht und konnte nur meinen bösen Taten beschämt auf den Boden knien. Ich habe all diese Jahre an den Herrn geglaubt, weshalb bin ich also immer noch so arrogant? Warum mangelt es mir an Ehrfurcht vor Gott? Wenn das Werk Gottes nicht mit meinen Vorstellungen übereinstimmte, beurteilte ich es willkürlich. Ich suchte nicht nach der Wahrheit oder gehorchte Gott. Bin ich eine arrogante Person, die an Gott glaubt, sich ihm aber widersetzt? Mein Verhalten beleidigte Gottes Disposition schon vor langem. Wenn Gottes Gnade und Erlösung nicht wären, wäre ich längst in die Hölle geschickt worden. Wie hätte ich die Stimme Gottes hören und sein Gericht und seine Reinigung akzeptieren können? Dank sei Gott für seine Gnade. Ich fühlte, dass ich wirklich und wahrhaftig von Gott erlöst wurde. Amen. Lobe Gott. Ich hasste und verfluchte mich diesmal mehr als je zuvor. Egal wie Gott mich richtet, züchtigt, zurechtstutzt, behandelt, prüft oder verfeinert, ich beschloss, ihm zu gehorchen. Amen. Durch ständiges Lesen der Worte des allmächtigen Gottes und durch seine Züchtigung verstehe ich nun viele Wahrheiten, die ich zuvor nicht begriff. Dank sei Gott. Dank sei Gott. Ich verstehe nun meine eigene satanische Natur des Verrats Gottes gegenüber. Dank sei Gott. Ich habe jetzt sogar einiges an wahrem Wissen über das heilige Wesen Gottes, das keine Verletzung duldet. Lobet Gott. Ich habe unbewusst Ehrfurcht für Gott und einen Durst für die Wahrheit entwickelt. Ich halte mich viel mehr zurück als vorher. Ich bin nicht mehr so arrogant und eingebildet. Wenn ich mit Dingen konfrontiert werde, kann ich mich bewusst verleugnen, nach der Wahrheit suchen und die Wahrheit praktizieren. Meine Lebensdisposition hat sich geändert.
Das sind die Resultate der Erfahrung des Gerichts durch das Wort Gottes. Amen. Nun verstehe ich endlich, was wahrer Glaube an Gott ist. Ich verstehe den wahren Wert des Glaubens an Gott. Amen. Das ist, was die Gläubigen im Zeitalter der Gnade nie erlangt haben. Ja. Nun habe ich endlich den wahren Glauben an Gott gefunden. Wir hörten niemals Menschen zu, die darüber sprachen, wie das Eigentum Gottes sich veränderte. Das ist richtig. Alles, worüber wir sprechen, ist das Zeugnis der Gnade. Ich bin so glücklich, und darüber, wie rückständig wir waren. Ja. Während des Zeitalters der Gnade wollte die Mehrheit von uns Paulus imitieren. Wir arbeiteten für den Herrn. Wir wollten eher im Gefängnis leiden, als den Herrn zu leugnen. Kann diese Art des Glaubens an Gott unsere Lebensdisposition verändern? Nein, das glaube ich nicht. Lässt er uns Gott wirklich gehorchen und ihn lieben? Nein, gar nicht. Kann dieser Glaube uns helfen, Satan zu besiegen? Kann er Gott wirklich zufriedenstellen? Gewiss nicht. Gott fordert von den Menschen, dass sie seine Worte umsetzen und erfahren. Warum macht er das? Um ihre Lebensdisposition zu verändern und sie vor dem Einfluss Satans zu retten. Dies erlaubt Menschen, ihm zu gehorchen. Das kann der wahre Glaube an Gott erreichen. Amen. Aber die meisten, die an den Herrn glauben, denken, dass sie das Herz des Herrn suchen und ins Himmelreich entrückt werden, wenn er zurückkehrt, solange sie hart für den Herrn arbeiten. Gut möglich. Gott führt sein Werk an uns aus. Ist es so, dass nachdem wir sein Werk verbreiteten und dabei litten, wir ihn fragen: Ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe den Pfad zurückgelegt. Liegt eine Krone der Gerechtigkeit für mich bereit? Keinesfalls. Nein. Ist es das, was Gott von den Menschen fordert? Nein. Ist das sein Wille? Ganz sicher nicht. Wenn wir den Glauben an Gott so auffassen, verstehen wir ihn dann nicht falsch? Ja. Es scheint, dass wenn wir das Urteil Gottes der letzten Tage nicht erfahren, wir keinerlei Wahrheit verstehen. Unser Glaube wird ein verworrener Glaube gewesen sein. Ja, schaut auf ihren Glauben an Gott. Sie erfahren die Reinigung durch die Worte Gottes und verfolgen Wahrheit und Gotteskenntnis. Sie haben das Zeugnis der Bezwingung Satans und der Veränderung ihrer Disposition. Seht, wir sündigen und beichten häufig, aber schämen uns nicht einmal, Gott um Segnungen zu bitten. Wo gibt es da irgendeinen wahren Gottesglauben? Wir können uns mit ihnen unmöglich vergleichen. Das stimmt. Wir beide glauben an Gott. Aber weshalb stehen wir so weit zurück? Ja. Und nur das Gläubige, die keine Reinigung des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen akzeptieren, werden verlassen. Das stimmt. Ja, du hast recht. Bruder Yu, Bruder Zhao. Eure persönlichen Erfahrungen des Urteils der Worte des allmächtigen Gottes haben mich sehr bewegt. Dank sei Gott. Seht ihr, ich habe an den Herrn viele Jahre lang geglaubt, aber ich hatte nicht verstanden, was es bedeutet. Ich wusste nicht, welche Art von Menschen Gott durch sein Werk letztlich erreichen würde. Ja. Ich lebte nur in meinen eigenen Vorstellungen. Ich dachte, wenn ich mich für den Herrn abmühe und arbeite, würde ich den Eintritt ins Himmelreich erlangen. Ja. Ich wusste nicht, dass diese Art des Glaubens falsch war und von Gott gehasst und verurteilt wird. Ja. Ihr habt die Wahrheit verstanden durch eure eigene Erfahrung der Züchtigung durch den allmächtigen Gott. Ihr seht eure satanische Natur voller Arroganz, Selbstsucht und Täuschung deutlich. Ihr könnt euch selbst hassen und bereuen. Ich erkenne, wenn wir das Urteil Gottes und die Züchtigung in den letzten Tagen nicht erfahren, werden wir die Wahrheit nicht verstehen, selbst wenn wir unser Leben lang an den Herrn glauben. In der Tat. Außerdem werden wir sicher nicht in der Lage sein, unsere Lebensdisposition zu verändern. Ja, Amen. Ja, dank sei Gott. Das ist wirklich wahr. Dank sei Gott. Nachdem wir jetzt all dies gesagt haben, versteht ihr nun, was wahrer Glaube an Gott ist? Ja, wir wissen es. Darf man an Gott glauben, aber seine Reinigung der letzten Tage nicht erfahren? Nein. Können wir Gott kennen, wenn wir an ihn glauben, aber Urteil und Züchtigung seines Wortes nicht erfahren? Nein. Können wir den Willen Gottes verstehen, ihm wirklich gehorchen und ihn anbeten, wenn wir an ihn glauben, aber seine Worte nicht umsetzen oder sein Werk nicht erfahren? Nein, absolut nicht. Wenn wir Gott wirklich kennenlernen und unsere Dispositionen verändern möchten, ist es wichtig, das Gericht in den letzten Tagen des allmächtigen Gottes zu erfahren. Ja, so ist es. So lasst uns eine weitere Passage lesen. Einverstanden. Bitte, Seite 5. Der allmächtige Gott sagt:
Wenn Menschen im Zeitalter der Gnade bleiben, dann werden sie niemals frei sein von ihrer verdorbenen Gesinnung. Geschweige denn die innenwohnende Disposition Gottes erkennen. Wenn die Menschen immer in einer Fülle von Gnade leben, aber ohne den Weg des Lebens sind, der es ihnen ermöglicht, Gott zu kennen und Gott zufriedenzustellen, dann werden sie ihn niemals wirklich erreichen, obwohl sie an ihn glauben. Was für eine erbärmliche Form von Glauben das ist. Wenn du jeden Schritt des Werks des menschengewordenen Gottes in dem Zeitalter des Königreichs erfahren hast, wirst du fühlen, dass die Hoffnungen vieler Jahre endlich erfüllt wurden. Du wirst fühlen, dass du erst jetzt Gott wahrlich von Angesicht zu Angesicht gesehen hast. Erst jetzt hast du auf das Angesicht Gottes geblickt, die persönliche Kundgebung Gottes gehört, die Weisheit von Gottes Werk gewürdigt und wahrlich gespürt, wie echt und allmächtig Gott ist. Du wirst spüren, dass du viele Dinge erlangt hast, die die Menschen in vergangenen Zeiten nie gesehen oder besessen haben. Zu diesem Zeitpunkt wirst du genau wissen, was es heißt, an Gott zu glauben und was es heißt, nach dem Herzen Gottes zu sein. Wenn du dich natürlich festklammerst an Auffassungen der Vergangenheit und die Tatsache der zweiten Menschwerdung Gottes ablehnst oder leugnest, dann wirst du mit leeren Händen dastehen und nichts erreichen und letztlich des Widerstandes gegen Gott schuldig sein. Diejenigen, die der Wahrheit gehorchen und sich dem Werk Gottes unterwerfen, werden unter den Namen des zweiten menschgewordenen Gottes kommen, der Allmächtige. Sie werden in der Lage sein, die persönliche Leitung Gottes anzunehmen und werden sich mehr und höhere Wahrheit aneignen und das echte menschliche Leben empfangen. Jene, die Gott lieben, die erleben ihn, finden seinen Segen, tragen seine Hoffnung. Jene, die Gott lieben, die sind ihm vertraut und zusammen teilen sie den Segen von ihm. Diese Menschen leben für die Ewigkeit, jenen nur, die Gott ganz wirklich lieben, leben mit größtem Universum. Gesegnet sind die, die Gott lieben, seine Zeugen hier in Welt, das ganze Universum. Gesegnet sind die.